Hallo. In der letzten Folge Kaban, Gang, Fastprügelei, Feinrasur, Gespräche, Jojo, Kaban, Vergangenheit und die Vorbereitung des heutigen Treffens mit dem Schmuggeldude, der ihn dann zu den Söldnern bringen soll, mit denen er ein freundschaftliches, konstruktives Gespräch sucht und sicherlich auch findet. Viel Spaß und bleib geil. Es verhält sich folgendermaßen. Am nächsten Tag, was ja der 2. August ist, habe ich gehört. Schreibst du dem Dude nochmal hier übrigens Agatha. Die meinte, ich soll dich mal fett anschreiben. Oder sowas in der Richtung, ne? Ja, ich sag so, hier, ich bin's nochmal, sorry, hab vergessen zu sagen, von wem ich deine Nummer hab, ne? Und so weiter und so fort. Gefällt mir. Okay, 10 Minuten später. Na guck. Jo, moin. Moin. Hättest du auch gleich sagen können. Ja, ich hab das voll verplant. Kennst du ja, bist voll im Stress. Und hab verplant halt, das zu sagen. Ist mir dann im Nachhinein auch aufgefallen. Ja, kann passieren, hatte ich länger frei. Interessiert mich ja erstmal nicht. Ja. Bowlingbahn? Klingt scheiße, warte, ich denk mal was Besseres raus. Ich hab keinen Bock auf Bowlen. Billard? Laser Tag? Ja, Billard ist okay. Cool. Sag mal, Sokol, Bradievo, Donskoy. Wo war nochmal die Gang von Jojo? Joschneue. Joschneue, ja, dann sag ich ihm Joschneue. Joschneue? Wenn, oder... Ist hier wenig Billardbars gibt. Außerdem ist da immer dunkel, da habe ich echt keinen Bock drauf. Okay, dann, was ist denn in meiner Nähe eine Billardbar? Du wohnst in Donskoy und da in Donskoy ist das Vergnügungsstadtteil-Dingens. Achso, na gut, auch dann... illegal oft. Dann, gebe ich dem da eine, also sag ich Donskoy. Okay, ja... Dann Neuner. Geh mal in Neuner, oder? Gerne. Schön. Wann hast du heute Zeit? So in 20 Uhr oder so? Klingt gut für mich. Ich bring noch eine Freundin mit. Mach das. Wenn sie Zeit hat. Mach das. Supi. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Piep. Ich wollte gerade noch mehr nerven. Aber ich hab doch gar nicht gemerkt, dass du geschrieben hast. Oh, ja, es ist so, witzig, diese Schauspielerin einfach im Kontrast zu Leverage ist so geil, echt. Entschuldigung, bin fertig. Was? Das war aus Coupling und die Schauspielerin, also das gute Coupling, das englische Coupling, das nicht synchronisierte Coupling. Auf Deutsch ist das nämlich fürchterlich, auf Englisch ist das richtig gut. Und es gibt auch Serien, die man gut auf Deutsch gucken kann, aber diese Serie nicht, leider. Einfach. Auf jeden Fall ist Sophie von Leverage da eine Bitch, die übelst... Ja. Übelst geil. Psychotante. Super lustig. Und da geht's ja, da ist ja die eine Folge mit Captain Subtext, wo sie da Kissen für das scheiß Sofa aussuchen und während da alle halt ihren Subtext labern, hält sie einfach wild so ein Kissen in die Luft und sagt, "Me! Und darin hat mich das gerade erinnert, was ich hier so im Chat sehe. Unabhängig davon. Er wollte mich einfach nur wieder runtermachen. Hat er gemacht. Ja. Ist ihm gelungen. Ja. Sehr gut. Arschloch. Ich frage Jojo quasi,
per Nachricht. Oh, nee, ich rufe sie an. Ist es morgens, abends, mittags, nachmittags? Morgens. Hi. Moin, moin. Na, Kater? Was? Nee, kein Kater. Hättest du dir verdient. Hast du heute Abend schon was vor? Nee, bis jetzt noch nicht. Also nichts, von dem ich wüsste, dass ich vorhabe. Dann gehen wir beide heute in Donskoi ins Neuner zum Billard spielen. Ist das ein Date? Mit Piers. Doppeldate. Ich liebe diesen Sound. Ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Okay. Dann machen wir das. Subi, er wollte uns sich mit uns um 21 Uhr treffen. Also mit mir. Ich habe ihm gesagt, ich bringe noch eine Freundin mit. Um 1? Um 21 Uhr. Ach so, um 21 Uhr, okay. Ich habe verstanden, um 1. Um 1? Gehen Leute doch schon schlafen. In welcher Welt das denn? Und der, in dem die Lohnsklaven arbeiten müssen. Bist du ein arbeitender Lohnsklave? Nö. Also bin nicht in deiner Welt. Eben. Alles klar, 21 Uhr, wo denn da? Im Neuner auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was das Neuner ist. Also ich würde dementsprechend vorher... Neuner. Etwas... Meister, was ist denn das? Bars und Clubs. Das... So eine Billardbar. Ach so. Also easy. Ja. Okay. Neuner, alles klar. Wir haben uns gar nicht verabredet, wie wir uns erkennen. Fällt mir so ein. Steck dir einfach eine Rose ins Knopfloch. Das ist das internationale Erkennungszeichen für, ich muss erkannt werden. Nimm eine Kunstrose. Das ist dein Ernst? Ja. Ich mach mich doch lächerlich. Nee. Na okay. Dann steckst du dir keine Rose ins Knopfloch. Aber dann werde ich nicht erkannt. Dann steck dir eine Rose ins Knopfloch. Steck den Buttplug in den Hintern. Das hast du doch schon. Nee, heute nicht. Ich habe heute meinen freien Tag. Oh. Zum Entspannen, oder was? Mhm. Da muss die Haut wieder regenerieren. Quasi, es hat irgendwann fängt es einfach mal an zu scheuern. Verstehe. Das sind natürlich Probleme, die ich so nicht kenne. Weil du verklemmt bist. Nein, weil ich nicht die ganze Zeit mit einem Buttplug im Arsch rumrennen müsste. Hast du doch gerade gesagt. Ich brauche das einfach nicht. Ich habe eine Freundin, die mich voll und ganz glücklich macht. Das sagst du nur, weil du es noch nie probiert hast. Vermutlich nicht, aber... Vermutlich schon. Ich will es auch nicht ausprobieren. Weil du verklemmt bist. Nein. Doch. Nein. Wir können uns jetzt im Kreis drehen. Aber da du derlei Themen immer vehement ablehnst, bist du verklemmt. Ganz einfach. Ich bin nicht verklemmt, ich weiß nur, wohin meine Sexualität mich zieht. Du hast es doch nie ausprobiert. Was ist denn, wenn Freya dieses Plug bei dir benutzt? Dann ist es immer eine Frau, es ist kein Mann. Woher weißt du denn, ob es dir nicht gefällt, wenn du es nie ausprobiert hast? Ich kann es mir schwerlich vorstellen. Weil du es nie probiert hast. Weil du irgendwie im Kopf hast, dass das was mit schwul zu tun haben muss und weil, dass du das ablehnst und ich weiß, damit nicht zurechtkommst und dir deshalb dir das unangenehm ist und deshalb bist du verklemmt. Na, es fühlt sich einfach nicht. Nein, das, du gut kannst nicht sagen, es fühlt sich nicht gut an, sondern das weißt du nicht. Du weißt nur, der Gedanke daran ist dir unangenehm. Weil es nicht den Konventionen entspricht, die du kennst. Du kannst nichts sagen, Kaban, dass sich das jetzt noch gewinnen lassen würde. Das ist okay. Wir sehen uns heute um 21 Uhr. Mach's gut. Bis dahin. Hey, Bro. Ach ja, denk an die Rose. Sonst erkenne ich dich nicht. Mhm. Hey Bro, sie hat dich tatsächlich outsmartet.
Das Problem ist, argumentationstechnisch ist das einfach gut gewesen. Nee, das war eine ziemliche Totschlag-Argumentation. Ja. Und du hast es halt zugelassen. Argumentationen mit, du hast es ja noch nie probiert, sind immer bescheuert. Auf der anderen Seite hat sie natürlich ein Stück weit recht. Mhm. Weil du einfach wirklich verklemmt bist. Mhm. Na, aber sicher, Leute. Nein. Naja, aber klar. Nein. Na, Judy. Nur schön, um voranzukommen, sage ich einfach mal na, Juti. Aber ich denke mir... Doch. Hans und Manfred, deine Gartenzwerge, haben dir beigepflichtet. Du bist nicht verklemmt. Super. Ich habe aber keine Gartenzwerge. Also im Deutschen Kamasutra steht nichts von einem Buttplug. Aber da steht auch noch etwas von Missionarsstellung. Doggy ist da irgendwie bestimmt auch. Nee. Im Deutschen Kamasutra ist davon nichts. Im Deutschen Schäferhund-Style. Touché, sehe ich ein, kann man mitleben. Juti, habt ihr noch irgendwas vor bis um 9 oder mache ich jetzt hier die Autotaste? Mach die Autotaste. Das ist so. Übrigens so ein Billardschuppen. Das ist ein Billardschuppen. Na, da sind so Leute mit Lederjacken und coolen Jeans, zum Teil auch abgewetzt, und die spielen da Billard und trinken auch mal ein Bierchen. Es sind ziemlich viele Billardtische. Es ist zum Teil kriminelles Gesindel, aber es sind zum Teil auch einfach so coole Typen. Und ein paar Bitches, die auch gerne in Begleitung mehr anderer Bitches Billard spielen, aber hauptsächlich um... Wegen der coolen Typen. Das Spiel steht für sie nicht im Vordergrund. Alles klar. Trägt Kaba nun also eine Rose im Knopfloch? Nein. Hat Kaba ein Knopfloch? Nein. Krass. Ich habe eine Lederjacke an. Da sind Knopflöcher drin. Hat diese Ledertasche eine Brusttasche? Diese Lederjacke eine Brusttasche? Ja, hat sie. Und da ist kein Knopfloch? Ja, vielleicht ist da ein Knopfloch. Nee, das ist, ein zum Aufstecken. Oh. Oha. Das sind hier die Dinger, die sich aufeinander aufstecken, weißt du? Die und dann fest sind. Halt. Ich weiß keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Klettverschlüsse? Nee, nicht Klettverschluss. Klettverschluss ist ja für kleine Kiddies. Nein, ich meine diese... Druckknöpfe. Ja, so eine Druckknöpfe. Ah, na Juti. Dann halt nicht. Sind ein Haufen Leute da, passt. Ja, es sind ein Haufen Leute da, aber es ist auch... ist unser Dude da? Haha, ist jemand da mit einer Rose, oder dass man den erkennt? Ich finde es schön, dass du dieses Motiv so aufgegriffen hast. Da ist jemand mit einer Rose. Er hat halblanges schwarzes Haar, offensichtlich mit Pomade und Gel gut bearbeitet, in einem Zopf verbunden. Er trägt einen Anzug aus Pseudoseide mit einer Rose im Knopfloch. Und immer wenn er sich seinen Kopf schnell, was er ziemlich ruckartig tut und häufig nach links oder rechts dreht, greift die Hand danach automatisch erst zu seiner Zunge, also seinen Finger. Dann zwirbelt er sich damit seinen feinen pseudospanischen Schnurrbart zurecht, dann die rechte von ihm aus Augenbraue und schließlich nochmal die Haare hinters Ohr. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, wie heißt er? Four Rooms. Der dritte Teil davon, da der Gangsterboss. Alles klar. Wenn du den nicht kennst, hast du natürlich jetzt verkackt. Auf jeden Fall, da ist jemand mit einer Rose im Knopfloch, ja? Nee, den spreche ich nicht drauf an. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob Jojo das tut, aber nein. Vielleicht besser nicht. Hi! Hi, Carbon, wie geht's dir? Ja, du, ne? Nee, da macht sie sich nur wieder Ärger mit und der Spielleiter bestraft mich dann und das möchte ich nicht. Heute ist alles erlaubt. Worum geht's? Dahin, dass es darum, dass Jojo, wenn sie reinkommt, zu dem Typen geht und sagt, hey Kaban, wie geht's dir? Zu dem Typen mit der Rose. Mach das doch. Das wird jetzt interessant. Los, mach's. Okay. Jo, du gehst zu dem hin und sagst, hi Kaban. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Jo, er zieht seine Waffe und erschießt dich. Nein! Oh. Also, guten Abend, meine Fönne. Was hat er gesagt, meine? Fönne. Fönne. Du weißt genau, was ich meine. Ach so. Was kann ich für dich tun?
Ich wundere mich gerade ernsthaft über dein Outfit, aber Bier? Oh nein, ich nehme lieber einen Raffe. Bist du über Nacht schwul geworden? Hat dich unser Buttplug-Gespräch irgendwie mitgenommen? Versuchst du gerade weltoffen zu sein? Ich weiß nicht genau, wovon du redest, aber wenn du über Buttplug redest, dann komme ich in Fahrt. Ich kenne hier eine wunderschöne Absteige. Komm, folge mir und ich bereite dir die Nacht, die du nie vergessen wirst. Eine Nacht mit dem einzigartigen Don Julio. Wie? Don Julio Jesus. Der Mann, an den sich die Weiblichkeit für immer erinnern wird. Was? Der Mann, an den sich die Weiblichkeit für immer erinnern wird. Ich werde mich ewig an deine Weiblichkeit erinnern. Nein, 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 nein. Alle Frauen erinnern sich an Don Julio Jesus und seine Bewegungen des Tango im Bett. Warum gehst du nicht einfach schon mal vor? Er dreht seinen Kopf sehr ruckartig, seine Hand geht automatisch zu seiner Zunge, zum Bart, zur Augenbraue, zum Kopf, dreht doch einmal seinen Kopf ruckartig zu dir, sodass sein Pferdeschwanz ihm fast ins Gesicht peitschte, wäre er nicht voller Gel, und geht dann schnittig zum Ausgang. Gut, legt klar. Sich dort noch einmal um und geht dann weiter. Jojo geht zum Bar und holt sich ein Bier. Was war das denn für ein Vogel? Weiß ich nicht, aber er hatte die Rose im Knopfloch. Hi, Kaman! Ja, Mann halt. Ich dachte, du wärst das vielleicht und wärst über Nacht weltoffen und schwul geworden. Und ein Hämpfling. Er wusste nicht, wovon ich spreche, als ich ihn darauf angesprochen habe. Ich war sehr erstaunt. Als ob ich ihn zum über Nacht 100 Kilo Muskelmasse verlieren würde. Naja, wer weiß. Vielleicht hast du ja nur einen komischen Anzug an. Ich meine, der Typ ist doch, fällt doch um, wenn man den anhustet. Das weiß ich nicht, ob das so ist, aber der freut sich jetzt in seinem Hotelzimmer. Wie krass Kaban gerade seine Männlichkeit abstecken muss, oder? Ja, fand ich auch witzig. Super, oder? Schön, dass wir uns einig sind. Fühlst du dich von ihm bedroht, oder warum wagst du gerade den Schwanzvergleich, wenn er nicht mal da ist? Was für ein Schwanzvergleich? Weiß ich nicht, aber du musst gerade ernsthaft beweisen, dass du einen Schwanz hast. Das finde ich ein bisschen witzig. Den hast du schon oft genug gesehen. Den muss ich nicht beweisen. Ja, aber er hat mich nicht mehr beeindruckt als sonst, aber du hast gesagt, der wird danach größer, wenn die Aktion hinter sich ist. Ich habe gesagt, er wirkt größer dann, ja. Genau. Der hat mich nicht mehr beeindruckt als sonst. Ein Schwanz. Hat sie nicht gesagt. Todesstrafe. Ja. Total. Nein, also. Und was war das für ein komischer Frigel? Also. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt kommt irgendein kleines Mädchen und versucht wirklich mit ihm zu reden und dann. Hast du ihr das Date versaut? Könnte sein. Und du bist so ein böses Mädchen. Ich habe ihm gut Gefallen getan. Du musst es ja einschätzen können. Don Juan Julio Jesus? Ohne Juan. Achso, Entschuldigung. Die Weiblichkeit wird sich ewig an mich erinnern. Er gibt einen Blick von oben nach unten. Naja, ein bisschen Weiblichkeit hast du jetzt ja mittlerweile, aber... Das war gemein. Das war gemein. Du kriegst so ein Patschstück auf den Kopf, so Patsch, Patsch. So na, na. Ja. Dafür hat mir die Pubertät Hüften geschenkt, dass ich mir sowas jetzt anhören muss. Das Leben ist grausam zu uns allen. Ich fürchte auch. Gut, Bier? Ja, hatten wir bestellt, ist aber noch nicht hier. Ja. Ihr holt euch das in der Bar, ihr habt euer Bier. Sehr gut. So, ich schaue mich einmal um. Wie spät ist es? Ist es kurz vor 21 Uhr? Ich so, ja, sagen, dann seid ihr aufgetaucht. Also es ist jetzt meinetwegen kurz vor 21 Uhr. Dann ja, schaue ich...
Viertel vor zehn, sowas ich, soll ich da gewesen. Ist noch ein Tisch frei, den man sich buchen kann? Man muss ja die Tische immer mieten, quasi. Die Billardtische? Mhm. Nee. Dort nicht. Das ist eine Kneipe mit ein paar Billardtischen wahrscheinlich und keinen Billardladen. Schon überdurchschnittlich viele Billardtische. Okay. Aber mieten, so fein ist es nicht. Ich meine, okay. Du kannst dich gern beim Barkeeper beschweren, wenn die Leute 4 Stunden spielen. Und der wird was unternehmen, wenn er sich in der Lage sieht, die anderen rauszuschmeißen zur Not. Das heißt, ja. Wenn du 4 Stunden spielst, kommt ja nicht zwingend und hält dich ab. Sieht denn irgend so eine Partie aus, die fast beendet ist? Klar. Ja, dann gehe ich da hin, lege ein paar Nuyen auf den Tisch quasi. Diese ganz normale, kennst du ja vom Kicker quasi, dass du 50 Cent auf den Kickertisch legst, um zu zeigen, dass du da näher dran bist. Klar kenne ich das. Kennst du nicht? Ich nicht. Ich kenne das auch vom Billardspielen in den Kneipen. Hm? Genau. Also dann legst du 1 Euro dahin und dann ist gut und dann bist du der Nächste quasi. Bestimmt genau. Ist das so. Ich mache das halt immer so, dass ich mit den Leuten rede und dann sind die weg. Ja, aber das ist nur, weil niemand mit dir reden möchte. Ja, aber ich kenn's halt nicht anders. Ist völlig in Ordnung, aber... Ja, du machst das, die Leute registrieren das, dann werden die ihre Partie zu Ende spielen, sich deine zackig geilen Nuyen schnappen und sich verziehen. Nee, die Nuyen gehen ja immer in den Tisch. Nee, quasi. Dort nicht. Es gibt dort keine Geldeingabe. Oh, passt. Noch besser. Sieh. Dann haben die jetzt einen Nuyen. Super. Naja, du hast ja bestimmt 2 hingelegt. Nee. Beziehungsweise, was der Bierpreis halt ist, legt man dorthin. Ach so. Na gut, dann habe ich das natürlich mit meiner riesigen guten Gebräucheprobe, die ich nicht gemacht habe, habe ich das natürlich gewusst. Ja, das passt schon, meiner. Ja, spielen zu Ende und dann könnt ihr da ran. So, und dann schicke ich unserem Kontakt die Nummer von dem Tisch. Alter, der Typ, ne? Der ist so prozessionell. Jo, war spielt los. Wenig später betritt Don Julio Jesus wieder den Laden. Oh. Was, ernsthaft? Sieht sich um, geht auf Höhe zu. Meine Liebe, du Augenweide, was ist? Du musst keine Angst haben. Ich bin zärtlich und wild gleichzeitig. Ich erfülle dir. Meine Hüften sind wie das Meer, stürmisch und ruhig zugleich. Oho, die treiben dich hinaus auf die See und gleichzeitig führen sie dich heim. Sie lassen dich fern und Heimweh zugleich haben. Ich reiche ihnen Schläge und sag ihr, du bist dran. Aber ich bin so schüchtern. Entschuldigung. Schrecklich wie der Morgen und der Nacht. Du musst nicht schüchtern sein. Ich habe auch noch eine liebenswerte, sanfte Seite. Für so ein zartes Geschöpf wie dich. Kaban pustet immer mehr los. Also wirklich, der kommt um nicht klar. Höre nicht auf den Idioten. Er macht sich über dich lustig, aber du... Du bist ein Samtkissen und man muss dich noch weicher beten. Das ist mein Cousin, über den du da gerade redest. Dann schäm dich! Pfui. Also sagt er zu Kaban, versteht sich. Sorry. Mach weiter, viel Spaß. Er geht vor Julio auf die Knie und ergreift ihre Hand, aber stürmisch natürlich. Der ergreift ihre Hand, auf gar keinen Fall. Umso besser, sie zieht sie halt zurück und geht einen Schritt zurück, aber ich meine, das macht's doch umso besser. Ja. Stürmisch und zärtlich macht er das natürlich, das kann der. Fürchte dich nicht. Don Julio Jesus ist ein Mann voll Ehre. Aber Julio, ich bin doch schon längst versprochen. Wem? Einen tauge nichts, der dich allein in diesen Schuppenpfui gehen lässt. Wenn es doch nur so wäre. Er kann dir nichts bieten, Don Julio Jesus. Er bietet dir alles. Ich muss dich mal ein bisschen lauter machen, bist du leise? Nee, ich bin so erotisch. Das hast du verwechselt. Völlig erotisch. Sie? Ja, ich habe nur Schwierigkeiten. Falls du dich wunderst, das ist wegen des Erotizismus das Blut, was so doll in deinen Ohren hämmert und für Lautstärke sorgt. Deswegen verstehst du mich so schlecht.
jetzt, hoffentlich. Aber Julio Jesus geht immer so, senkt immer die Stimme am Ende des Satzes und dann verstehe ich den letzten Halbsatz nicht mehr. Der ist ja auch nicht wichtig. Doch! Ach so, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht mal mehr, was er jetzt als letzten Halbsatz oder Satz gesagt hat, weil ich das nicht verstanden habe. Das ist doch generisch. Ich weiß auch nicht mehr genau, worum es ging, war da. Dass er dir nichts bietet und dass er dir alles bietet. Ich glaube, darum ging's. Aber Julio, das geht nicht. Die Liebe kennt keine Gesetze und keine Grenzen. Julio. Nur das hier und jetzt. Julio. Komm mit mir, meine Liebe, und ich entführe dich auf die Klippen und das Meer und die Länder diesseits deiner Vorstellung. Ich kann nicht mit dir gehen. Aber auch wenn mein Leben versprochen ist, meine Liebe wird immer dir gehören. Also jetzt fängt er wirklich lauter an zu lachen, das geht gar nicht. Dein Leben kann nur versprochen sein, wenn du es jemandem versprochen hast. Doch innerlich weißt du, mit mir kannst du aufbrechen, die Welt zu erkunden. Und Dinge sehen, die du noch nie gesehen, Dinge fühlen, die du noch nie gefühlt hast. Sie, oh Gott, wie ist denn nochmal diese Geste? Sie legt so die Hand auf die Augen, dreht den Kopf weg. Und eine Hand Richtung ihm ausstrecken, genau, aber dich halb wegdrehen. Ja, ja, genau. Da musst du aber allerdings ein Bein schon so ein bisschen zurück, dass du quasi den Anlauf hast, von noch einen Schritt von ihm wegzugehen. Das ist ganz wichtig. Ja, ja, so ungefähr. Julio. Ich würde nichts lieber tun als das, aber es geht nicht. Es geht nicht. Er geht von seinem Knie hoch. Er streckt die Hand in deine Richtung, doch eure Fingerspitzen berühren sich nicht. Man sieht den Schmerz in seinen Augen. Dann geht er einen Schritt weg. Fort so. Und dann geht er. Und zwar gar nicht leidenschaftlich zackig, sondern einfach nur genervt. Sehr cool. Jojo lacht. Ich wisch mir die Tränen aus den Augen. Oh, okay, super. Also, oh Gott, was war das denn für eine? Ich hab keine Ahnung, aber er hatte eine Rose im Knopfloch. Er hat doch gesagt, ich mach mich hier lächerlich. Und das war der Grund, da hinzugehen, weil ich dachte, du bist das vielleicht, weil du ja eine Rose ins Knopfloch tun wolltest. Und dann musste ich kurz mit ihm sprechen. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll schon mal, dann wollte er irgendwie in irgendein scheiß Hotel gehen. Dann habe ich gesagt, er soll einfach schon mal gehen. Und ich dachte, na gut, dann ist er jetzt weg und ärgert sich dann. Und dann kam er wieder und wollte mit mir reden. Und dann musste ich das Spiel auch noch zu Ende machen. Mhm. Das war schön. Komischer Typ. Ja. Du bist übrigens immer noch dran. Oh, Entschuldigung. Ich halte hier den ganzen Verkehr auf. Besonders sein. Glaubst du wirklich, dass er jemals wieder Verkehr kriegen wird? Er wird doch jetzt mit einem gebrochenen Herzen an der Bar sitzen und weinen, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich irgend so eine verkappte Assi-Bitch oder sowas. Ihr spielt. Genau. Oh Gott, es gab ja schon Abende, an denen ich echt nicht wählerisch war, aber... Ne? Der nicht, der nie. An manchen Abenden sind die Gesichter der Typen vor meinen Augen verlaufen und irgendwie ein Körper runtergetropft, aber der nicht. So, ich war dran. Du warst dran, ja. Gott, warum gibt's hier denn keinen Hocker? Weil normale Menschen nicht so klein sind wie du. Ich geh mir mal eben einen Hocker holen. Die Hocker sind festgeschraubt. Du weißt, dass du immer einen Fuß am Boden hasen musst, ne? Aber ich bin zu klein, das funktioniert nicht. Das funktioniert super. Kaban. Mach. Spiel. Ja. Du weißt schon, du musst die Weiße, ne, nicht ins Loch hauen. Kaban. Ich sag ja nur. Ich leg die Weiße wieder dahin, wo ich mit und schieß dann. Sorge gleich dafür, dass ich deine weiße Kugel ins Loch haue.
Auf die gute Art. Auf die gute Art. Sehr so. Geil. Ja, ich gucke mich halt gelegentlich mal um. Ne? Die Nummer von dem Tisch steht ja dran. Wo denn unser Kontakt bleibt. Ja. Der kommt auch irgendwann. Das ist so ein Typ. Menschlichen Naturells. Hat er eine rote Rose in seinem Weder Kopf rot, noch weiß, noch andersfarbig. Insgesamt ist die Rose nicht vorhanden. Also eine durchsichtige Rose. Es ist eine unsichtbare Rose. Ergibt Sinn. Ja, ne? Normal für männliche Verhältnisse, normal lange Haare mit irgendwelchen ausrasierten Mustern, bunten Naturells, also auch verschieden bunt, ein bisschen tätowiert ist er, ein paar Piercings, vor allen Dingen durch die Nase, sind vorhanden, gekleidet so, dass es hierher passte. Datenbuchse? Keinen Eingang, den du siehst. Okay. Muss Jojo hier eigentlich ihre Tattoos ausmachen? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö. Auf gar keinen Fall. Okay. Vor allen Dingen, weil deine Gang-Tattoos so krass untergehen unter diesem bunten Wirrwarr, den du da hast. Eigentlich nicht, aber es ist egal. Ja, wenn man dich so von aus der Entfernung sieht, sieht man erstmal diese ganzen krassen Sachen und dann fällt ihm auf, da könnte ein Gang-Tattoo sein, wenn man sich damit auskennt. Von daher ist es eh egal. Na, ihre Tattoos sind gar nicht so, also die sind auch viel an Stellen, die du so, wenn sie normale Kleidung haben, gar nicht so sehr siehst. Hat also sie nicht sowohl den Unterarm oben und unten tätowiert, den einen und den anderen auf jeden Fall oben? Ja, aber hat sie nicht die Waden beide tätowiert? Stimmt, sie hat ein neues Tattoo, fällt mir gerade auf. Also ich finde, sie hat echt an einigen Stellen ganz schön viel. Ich glaube nicht, dass es da so krass, krass auffällt, wenn man sich auskennt, sicherlich, aber bla. Du musst es dort nicht ausmachen. Okay. Genau, der Typ kommt angelatscht, stellt sich neben euch. Moin. Moin, moin. Hi. Du bist die Freundin? Jo. Hast du Ressus verärgert? Verärgert würde ich das War nicht War das ein Freund von ihr? Wenn ja, tut's mir leid. Na, der gehört halt hierher. Es bringt Unglück, wenn der nicht da ist, dann passiert hier was Schlimmes. Achso. Ups. Der kam mir entgegen und sagte, die Kleine, die trägt den nuklearen Winter in sich. Die hat die Seele eines Deutschen. Was? Naja. Ich warne euch nur vor. Wenn ihr euch heute den Kopf einschlagt und eine Gehirnerschütterung habt, dann wisst ihr warum. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Na, sie war so freundlich. Sie war so freundlich zu ihm. Ach so. Ich habe das ganze Spiel mitgespielt, verdammt. Das ist für den kein Spiel. Oh. Das ist bitterer Ernst, ne? Todernst. Okay. Dann verabschiedet er sich mit einem Fotze? Das kann aber, also... Ja, weil es zu ernst ist, ne? Verstehst du? Okay. Weil, war er beleidigt, war er geknickt. Du musst nicht beleidigt, das ist für den super ernst. Der Typ denkt, dass er dir wirklich was Gutes tut. Und dass er dich wirklich entführt in die Welten von Orgiastistan. Scheiße. Der denkt, du hast dir mehr geschadet als ihm. Naja, dann kann er ja schadenfroh heimgehen. Nee. Der ist ein sehr mitfühlender Mensch. Ach so. Der will nur das Beste. Oh je. Yeah. Deine Jungfräulichkeit hätte er gern gehabt. Für ihn sind das alles Jungfrauen, egal wie viel Sex sie hatten, weil sie noch nie auf die Lande entführt wurden, die er ihnen zeigen kann. Die Welt Arkadiens. Arkadiens. Ja, ja. So. Oh Gottes Willen, ich habe heute den Fehler meines Lebens gemacht. Anscheinend. Renne ich hinterher, ne? Ich bin jetzt fast versucht, das zu tun und Runde 2 einzuleiten, aber irgendwie, nee. Nee, keine Angst. Weil er wirklich Pech bringt, wenn er nicht da ist, wird ihm vermutlich irgendwann dann jemand stecken, dass hier eine ist, die
seiner Bedarf und dann bezahlt wieder irgendjemand hier eine Nutte, die sich von ihm bequatschen lässt, bis er dann irgendwann mitkommt, wenn er das Ding hier zumacht. Und ja. Okay. Ich mag das. Ihr wisst nicht, was hier passiert ist, als er nicht da war. Was ist denn passiert? Na, das letzte Mal, als er nicht da war, in der Reihenfolge, also rückwärts jetzt chronologisch, Polizeirazzia, dann ein Typ, der wohl offensichtlich auf seine Cyberware nicht klarkam und ordentlich randaliert hat. Eine massive Vergiftung, weil irgend so eine Charge von dem Alkohol, den die hier kriegen, nicht ganz koscher war von Aztekal, was ja manchmal passieren kann, durch welche Gründe auch immer. Und ein Ausbruch des Gangkrieges, der ja letzten Sommer war. Das heißt, um das für euch nochmal klar zu machen, der war seit einem Jahr nur viermal nie da. Bis Ladenschluss. Das heißt, er hat nicht allzu viel Erfolg bei den Frauen, ne? Doch, na klar. Der würde doch nicht jeden Abend hierher kommen, wenn er nicht jeden Abend eine Seele zum Retten findet. Jeden Abend muss irgendjemand hier bezahlen. Okay. Weil die muss ja auch lange genug da bleiben, dass er nicht vor Ladenschluss abhaut. Ganz schön teuer. Teure Angelegenheit. Geht so. Auch die, die schon viel erlebt haben, müssen ja gerettet werden von ihm und können von ihm noch was sehen, was sie halt... Willst du es dir nicht doch überlegen, das macht es für uns alle billiger. Take one for the team. Für welches Team? Willst du hier einen Gangkrieg? Siehst du aus. Na siehste. Ich meine, nur weil das Vögelchen aus seinem Nest gefallen ist, willst du ja bestimmt trotzdem nicht irgendwie, dass es hier gleich losgeht. Nee, sorry. Nichts. Na gut, okay. Dann würde schon jemand in die Hand nehmen. Hoffen wir für unser aller Wohl. Ja. Also. Ich habe gehört, du könntest eventuell... Also, du lieferst gelegentlich mal vielleicht jemanden... Komm zum Punkt, komm. Was ist genau? Ich suche ein paar Leute von der 5. Kolonne. Ja. Kennst du? Weißt du, wo ich sie finde? Ich meine, da gibt es verschiedene Truppen, die in verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Was suchst du denn genau? Ich suche momentan... Also ich suche... Leute, die Exempel statuieren. Das machen sie doch alle. Ich meine, die, die es nicht machen, haben niemanden dort, an dem sie was statuieren können, weil sie halt irgendwo in der Wildnis rumhängen oder irgendwas Ominöses tun. Aber ich meine, sie würden es doch alle machen. Ich frage mal anders. Suchst du einen Trupp von denen in einem bestimmten Gebiet? Wir reden jetzt ein bisschen weiter von Moskau weg. Oder suchst du jemanden, der dir sagen kann, wo ein spezieller Typ von denen ist? Das schon eher. Okay. Oder halt irgendwelche nach einer bestimmten Lieferung, die sie irgendwo haben oder so. Ne, das sind ja so, das sind die Eingrenzungen, die ich meine. Okay, ja, dann eher jemanden, der mir sagen kann, wo ich wen finde. Okay. Von denen. Das ist ein Stück weiter weg. Es war... Wofür du willst, dass ich dich zu dem bringe, das wird natürlich schon mal nicht in die Nähe, ja. Ja, es mir also entweder bringst du mich dahin oder die groben Koordinaten oder sowas. Also es gibt ein paar stationäre und nicht temporäre Lager, wo die auch genügend Tech haben, wo du vermutlich Datenbanken da rankommst, wenn du es richtig anstellst. Wo du vermutlich auch ausreichend Mitgliederlisten und so einen Scheiß dann Zugriff hast. Wenn sie sich halt nicht vorher auslocken, was weiß ich. Die stationären Lager sind natürlich ein bisschen so, dass du, um nah genug ranzukommen, vermutlich schon das nicht alleine hinkriegst. Wenn ich in der Nähe absitze und dir sage, dort ungefähr, ist halt blöd. Das wird so nichts. Und dann müssten wir vermutlich als Trupp reisen. Okay. Na gut, also. Ich würde das eher weiter weg von Moskau machen, dort so ein Lager raussuchen, einfach weil, wenn ich dann hierher zurückkomme, dann muss ich ja nicht unbedingt damit in Verbindung gebracht werden, deswegen weiter weg. Verstehe ich. Kann ich mitleben? Ja. Ich würde dich sehr nah ranbringen.
Und ja. So ein genug Material für so ein temporäres Lager für dich halt und für viele Leute, die du auch immer mitbringen willst, könnte ich dir dann auch noch hinstellen. Das ist nicht das Ding. Okay. Also alles von wegen, was weiß ich, Störsender und was nicht alles. Ich kenne sogar ein, zwei, die keine magische Unterstützung von Watchern oder so ein Shit haben. Weil das ein paar haben, ne? Gerade die stationieren, aber ich weiß, welche das nicht sind. Beziehungsweise ich würde da nochmal Erkundigung einholen, weil wir können das nicht sofort loslegen. Richtig. Ja. Das wäre sehr nett. Also Watcher würde ich, also magische Unterstützung würde ich, wenn es geht, vermeiden wollen. Weil Magier sind, naja. Der letzte Dreck, Alter. Sind wir doch mal ehrlich jetzt hier. Wir sind ja unter uns einfach nur die Pest. Die können auf jeden Fall sehr viel Stress bereiten, das ist richtig. Nee, wir sind jetzt ehrlich. Die Pest. Ich, sagen wir es mal so, ich hätte sie lieber auf meiner Seite. Als gegen mich, weil gegnerische Magier sind echt wirklich... Ja, die aber machen dann auch nicht nur mit einer Waffe an der Schläfe, damit du sicher sein kannst, dass sie auf deiner Seite bleiben. So ungefähr, ja. Ja, okay, dann wirst du... schmunzelt. Hehehe. So, das geht alles klar. Okay. Was kostet mich der Spaß? Das ist so die andere Frage. Wann willst du denn los? So, dass wir vernünftige, gesicherte Daten drüber haben. Also, du hast gesagt, du brauchst Zeit, um das schlau zu machen. Das dauert 2 Wochen oder so. Keine ja, Ahnung. Dann das ist völlig im Rahmen. Also, ob es jetzt 2 Wochen, 3 Wochen oder 4 Wochen sind, ist mir relativ egal. Na gut. Umso schneller, umso schöner. Aber ich muss natürlich wissen vorher, was für Ressourcen ich dir geben muss dafür. Wie viel sollen denn ein? Wie viele Leute? Ute, mimi, wir sind nur zu zweit. Dann sag ihm das. Ja, ich überlegte gerade, ob ich Vicky mitnehme als Riga-Unterstützung, aber... Nein. Ich glaube auch nicht. Er kann das überlegen, ohne dass du in seinem Kopf bist. Ja, ja. Stimmt. Ich war auch relativ nah bei ihr. Ich sage aber ihm trotzdem so 2 bis 3 mit zuzüglich dir quasi dann. Naja, also ja, nur die du mitnehmen willst. Ich und meine, die Leute, die ich da brauche, rechnen wir natürlich raus. 2 bis 3. Größeres Geschütz? Nee. Vielleicht ein, zwei Drohnen. Kleine, meinst du? Naja, kleinere Drohnen. Irgendein anderer Shit wie, keine Ahnung, irgendwelche Dosenzauber oder so ein Kram, den du mitnehmen willst. Von Jojo kommt gerade eine stille Nachricht. Ein Magier. Ich würde einen Magier mitnehmen. Aber dem hältst du eine Waffe an den Kopf, damit er macht, was du sagst. So in der Art. Ja, okay, Magier. Einer. Na, Juti. Das wird eine harte Ansage, wenn es ein bisschen... Wir versuchen da Sneaky rein und Sneaky raus. Na Moment, ich setz dich ab. Du gibst mir irgendwann ein Zeichen, wann ich dich abholen soll und ich sammle dich wieder ein. Dazwischen genau. Machst du, was du denkst. Ja, ja, alles gut. 9K. Textnachricht an Jojo quasi. Wie viel war nochmal in unserer Gruppenkasse drin? Ich habe keine 9K gerade da. 3K, aber ich kann dir was geben. Ich habe noch was. Wir brauchen dann nächste Woche auf jeden Fall einen Job, denke ich. Okay, ja, können wir machen. Brauchen wir erstmal nicht. Das kriegen wir jetzt erstmal alles hin. Machen wir erstmal das in Ruhe. Und danach gucken wir nach einem Job. Klingt gut. Also ich sage ihm das. Ne, so, okay, klingt gut. Beziehungsweise. Aber du könntest auch versuchen, ein bisschen niedriger zu kommen, je nachdem, was er vielleicht will oder ob der was braucht. Beziehungsweise. Ja. Es gibt da noch eine Möglichkeit. Pass auf. Es ist so ein Campingplatz in der Nähe von dort, wo ich euch ungefähr hinbringen würde. Das wäre in der Nähe von Varonjesh. Also schon ein Stück.
Da kannst du mit Öffis hin, also mit Zug, wenn du fast waffenlos reist, ne, ist klar, so die was man so eine Pistole geht halt schon, musst halt nur ein bisschen dann den normalen Stress mitmachen. Dadurch, dass das Zug ist, wird das auch mit der Sinn alles funktionieren, sind es ja noch Inland. Also ich meine, du wirst ja wohl über die Stadtgrenze rauskommen, das traue ich dir aber jetzt mal zu. Mhm. So, dieser Kriegen. Campingplatz, das ist nicht nur geführtes Erlebniscamping. Das heißt, du hast da Lohnsklaven jedes Konzerns, die da hinfahren. Hey, richtig gut. Und ja. Dann hast du da so einen Entertainer. Die ersten Tage sind eingewöhnt. Das heißt, da machen die Leute halt das, was man im Camping immer so macht. Saufen oder auch nicht saufen. Und das machen halt die Lohnsklaven, die sagen, ich traue mich auch mal an die Außenwelt und ich will auch mal ein bisschen Natur und so ein Shit und einfach mal nicht permanent die Augen meines Konzerns im Nacken haben. Deli, immer wenn du schreibst, höre ich mich. Auf jeden Fall. Danach ist halt Programm. Jetzt kommt der Clou. Es gibt auch eine Miss- und Mister-Wahl der Mister Camping und dem Miss Camping. So. Und der Gewinner kriegt durch das Umland, durch die Natur, die wirklich unberührte Natur, nämlich in so einem Nationalpark dort, eine Führung. So, die kriegt man eigentlich nicht. Und dort ist es, weil es ein Nationalpark ist, nicht ganz leicht reinzukommen. Und wenn du das hinkriegst, ne, da Mr. Camping zu werden und ich sag mal, die Konkurrenz besteht halt aus Lohnsklaven, dann könnte man runtergehen im Preis, und zwar auf 6. Wenn du das einfach aufnimmst. Dass ich dieser Mr. Camping werde. Dass du Mr. Camping wirst, die Tour mitmachst, die ist geführt, du kannst auch nicht vom Weg abweichen, aber ich meine, nehme an, du hast irgendeine Form aufzuzeichnen, was du siehst, und mir das einfach zu geben. Das wäre mir 3.000 wert. Okay. Für den Campingplatz müsstest du nicht bezahlen. Aber ich meine, ich hätte das jemand anders machen lassen, aber es sind halt 3 Plätze frei und ich brauche da 3 Leute, die hinfahren. Das ist halt doof. Genau. Das wäre so im Wesentlichen. Du brauchst halt nur Campingzeug und was weiß ich. Und von dort würde ich mir, wenn du müsstest mir halt, bevor du da hinfahren würdest, wenn du das machst, alles irgendwo schon mal hinbringen, was du dann später mitnehmen willst, zu den eigentlichen Dingen, weil ich würde dich von dort dann halt gleich weiter hinbringen, weil das dort in der Nähe wäre zum Söldnern. Okay. Klingt fair. Ne? Was ist das für ein, kannst du mir ein paar mehr Informationen über diesen Freizeitpark geben? Das ist nicht direkt ein Freizeitpark, das ist im Wesentlichen ein Campingplatz, aber du hast eine Aufsicht. Was heißt eine Aufsicht? Die kontrollieren, dass du da keine Drogen mit reinnimmst, aber... Sinnkontrollen etc. Sinnkontrollen sind minimal. Denen geht es nicht so sehr um die Sinn, denen geht es eher darum, dass deine Eintrittskarte halt deinen Namen hat. So. Mhm. Nicht das Ding. Die Sinn gucken sich, glaube ich, gar nicht an, außer du brauchst doch echt harten Scheiß. Drogen kontrollieren sie am Eingang, damit sie dir später teurer welche verkaufen können. Die sehen das da alles nicht so eng. Ne? Das sind auch Lohnsklaven, die von so sehr kleinen Konzernen haben, die da nicht die ultimative Kontrolle über die haben. Verstehe. Sonst würden die ja die in ihr eigenes Urlaubsressort schicken. Ne? Das ist kein Rabutnik, das ist kein Energia, das ist halt alles eine Stufe drunter. Und ja. Ansonsten ist es halt am Anfang ziemlich wie normales Camping und dann hast du halt so das geführte Programm mit der Misswahl, was du halt mitmachen musst, damit du dich auffällst, weil das machen halt die meisten mit, die wollen da auch ein bisschen an der Hand genommen werden, sind ja immer noch Lohnsklaven, ne? Ja, Drohnen halt. Und Waffen mit reinnehmen? Keine Ahnung. Vermutlich nicht. Na, vermutlich wird das Schutz. Nicht. Nee, der Lohnsklave vertraut darauf, dass er dort, wo er ist, geschützt wird. Die wirst du vermutlich am Eingang abgeben müssen, selbst wenn du eine Lizenz dafür hast. Machen die Theater, wenn man da als Mage rein will? Die Frage ist, können sie es kontrollieren? Möglich, die Antwort lautet, ich nehme nicht an, dass sie das können. Ich informiere mich, aber ich glaube das nicht. Oti Glymos? Glymos wird erstens nur aktiv, theoretisch, wenn du was machst als Magier. Stimmt. Und zweitens... Der Kostenpunkt, der dort bezahlt wird, um dieses Urlaubsressort in Anspruch zu nehmen,
entspricht nicht dem, dass es sich für einen Chatrunner-Magier lohnt, dort was zu machen, theoretisch. Okay. Oder für einen Lohnsklaven-Magier dort überhaupt hinzufahren, weil der kriegt besseren Urlaub bezahlt. Das ist richtig. Das würde euch auch ungefähr so vermitteln. Okay. Das klingt ja gut. Irgendwas, wo auf der Tour, auf das wir besonders achten müssen? Guckt euch einfach die ganze Zeit interessiert und gut um und gebt mir alles. Okay. Eine kurze Nachricht noch an Jojo. Bist du mit bei? Können wir das so machen? Ich denke ja, oder? Ich habe zwar keine Ahnung, wie man eine Misswahl gewinnen soll, aber prinzipiell ja. Was für Kriterien nehmen die da? Alter, keine Ahnung. Also ich meine, ne, also was für eine... du musst Folgendes bedenken. Da fahren ein Haufen Lappen hin. Und den Lappen musst du auch ein Erfolgserlebnis gönnen, selbst wenn sie nicht gewinnen. Und ich meine, eins kannst du dir schon mal vorstellen, Akkreativität ist immer ein willkürliches oder unwillkürliches Merkmal, nachdem sie gehen werden. Ja, aber das kann ja sein, dass die so irgendwelche Challenge machen oder sowas. Das werden die auf jeden Fall machen. Die werden nicht nur gucken, wie du aussiehst im Bikini. Die werden bestimmt irgendeinen Scheiß machen, aber das kriege ich schon hin, nehme ich an. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Ich meine, im Notfall, wenn du zweiter Platz bist, dann muss halt der erste Platz eine Krippe bekommen. Daran habe ich schon gedacht. So, das kriegen wir schon hin, denke ich. Denke ich auch. Also, wenn du noch einen dritten findest, dann brauche ich allen Kram, den du von den zwei bis drei Leuten, die dann später mitkommen sollen, zum eigentlichen Ding mitnehmen willst, vorher. Dann nennst du mir einfach eine Zeit, wenn du das bereit hast, dann hole ich das irgendwo ab, wo du es hinbringst. Mhm. Und dann gebe ich dir die... quasi die Eintrittskarten, Campingzeug hast du, normales Campingzeug hast du, oder? Ich meine ja. Okay. Warte mal kurz. Okay. Ote, ich glaube, wir haben sogar zwei Survival-Kits und so ein Scheiß. Ja, also. Survival-Kits haben wir auf jeden Fall. Und ein Zelt ist auf jeden Fall geschenkt, ne? Ein Zelt ist auch im Survival-Kit drin. Okay, ja gut. Auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall ein Survival-Kit. Also du hast mit Sicherheit jetzt auch eins. Passt schon, Leute. Jojo ist Festivalgänger und du bist Jäger. Ihr habt beide Campingausrüstung. Ja. Okay. Survival-Kit, Kletterausrüstung, Atemschutzmaske. Ja, die richtigen Sachen, die man so für nicht urbanes Camping braucht, die würde ich dann euch stellen. Ne? Auch so Tarnnetze für Zelte und so ein Kack. Genau. Wenn du jetzt nicht Mister wirst, ne? Ist klar. So. Dann, okay, dann hast du es versucht. Dann werden wir uns später nochmal drum kümmern, dass ich halt noch die restlichen 3K bekomme. Dann ja. Nehme ich dich erstmal trotzdem mit, das werden wir schon hinkriegen. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Vor dir stehen schon Mr. und Mrs. Camping. Mach dir aber keine Gedanken. Ja, dann finden wir mal einen dritten. Hast du noch Fragen? Ein Blick nochmal an Jojo. Also ich erstmal nicht, kommt über eine Nachricht. Habt ihr eine okay. Kriminelles hin? Nope. Gut. Ihr kommt in die Nähe von Varonjesh, oder? Mit dem Zug, die SIM-Kontrollen sind nicht so hoch. Kleiner ist hier an der Stadtgrenze, wenn ihr einmal drüber seid. Das kriegen wir hin, denke ich, ja. Okay, dann muss mich darum nicht kümmern. Gut, dann denke ich, haben wir eigentlich alles. Super, wenn prima. Wenn du mir den Kram, wenn du den Kram zusammengepackt hast und ich den hole... Dann nehme ich gerne meine Anzahlung entgegen, und zwar der Hälfte. Und genau. Okay. Machen wir das so. Dann kümmere dich. Wir sehen uns später. Supi. Dann, ne, ich gebe ihm die Hand und, Nein, das brauchen wir gar nicht. Ja, und dann, verabschiede ich mich. Ja, er geht ein paar Schritte, telefoniert mit einer Prostituierten, ruft dann Julio Jesus an und geht. Ernsthaft? Ja. Ich muss auch so eine Kneipe und ich brauche so einen Ruf. So, wir brauchen einen dritten Mann. Was ist mit Vicky?
Aber ein Drohnenregal ist verdammt gut. Das ist nichts für sie, glaub mir. Jemand, der mitkommt, der muss ja nur mit auf den Campingplatz, oder? Erstmal, ja. Ja. Sagte er. Jemanden von meinen Jungs will ich nicht mitnehmen. Das geht nicht. Gandhi höchstens. Also er weiß zumindest, was Sache ist. Also er weiß zumindest, was dass wir quasi. Ja, eben der weiß, dass wir rennen. Ja. Und er ist ganz entspannt. Ja, das sowieso. Das einzige Problem ist, dass wir da keine Drogen reinkriegen für ihn. Oh, doch auch nicht. Ist doch kein Junkie. Hey, er kann sie ja drinnen kaufen, was er nicht zugehört. Außerdem müssen wir, glaube ich, erstmal dafür sorgen, dass wir genug Drogen für uns mitkriegen, damit wir das überhaupt aushalten. Vermutlich. Also, weißt du was, also Entertainer, geführtes Camping. Kann man. Weißt du, das wird bedeutet? Super. Das wird, also. Jojo hat doch ein Lagerlied. Ein Lagerlied. Jojo hat doch bestimmt während der Konversation schon mal diesen Campingplatz in der Matrix gesucht und aufgerufen. Selbstverständlich. Der Entertainer für die Zeit, die ihr dann vermutlich dort werdet, nämlich diesen gesamten Sommer, heißt. Und Kevin. Das war so klar. In diesem Abend wird jemand sterben. Du wolltest Kevin auf die Schnauze hauen, ich erinnere dich gern nochmal. Ja, werde ich tun. Find schon einen Grund. Er hat mich angefasst! Er stand 5 Meter von ihr weg. Trotzdem, mit seinen Blicken hat er mich ausgezogen. Ich sorge schon dafür, dass er mich anfasst und dass ich ihm dafür dann eine reinhauen darf. Du bist ein schlechter Mensch. Ja. Hier ist ein nukleare Winter in Zeithör. Ich mag nasse von Kreischer. With the soul of a German. Zitat Leverage, Ende. Nuclear Winter in Saito. Auch wunderbar. Hat mir gefallen. Okay, soll ich ihn anrufen? Sollen wir hinfahren? Was? Wie willst du es gerne? Willst du ihn überhaupt dabei haben? Ja, also ich hätte gerne. Obwohl, ja, nur für den Platz brauchen wir den. Ja, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, Vicky zu nehmen. Also mitzunehmen. Vicky geht nicht, glaub mir. Ruf sie an, wenn du willst. Aber. Ja, du kennst sie besser als ich. Du kannst sie anrufen und sie fragen. Wenn sie sagt, ja, okay. Ich dachte immer, das ist nichts für sie, aber ruf sie an und frag sie. Ja, ich ruf sie an und frag. Ob quasi, ja, ich ruf erstmal an. Du rufst sie an. Mhm. Hi. Moin, moin. Du sag mal, ich hab da einen kleinen Job. Der ist allerdings. Willst du dich treffen oder willst du das am Telefon machen? Mir ist das egal. Das reicht, glaube ich, telefonisch. Ist nichts. Sehr detailliert. Alles okay. Es geht halt in die Wildnis zum Campen. Die Frage ist jetzt: Ist das was für dich? Machst du sowas mit? Eine Woche oder zwei campen? Das kommt extrem drauf an. Draußen in der Wildnis und dann. Das hast du schon gesagt. Ja, und dann könnte es heiß werden. Nein, die Sache ist, wenn ich Maschinen bediene, bin ich ja körperlich nicht da. Das heißt, wenn nicht jemand da ist, bin ich halt so ungeschützt irgendwo rumliegend. Das ist in der Wildnis so eine Sache. Das ist richtig, ja. Deswegen. Dann mein ausgeprägtes Auge ist natürlich bei Blattwerk immer so eine Sache. Ich weiß es nicht. Was meinst du mit heiß, circa? Wenn es schief läuft, haben wir ein richtiges Problem. Und wenn es nicht schief läuft, haben wir vielleicht auch ein kleines Problem. Dass die Mücken sehr doll stechen könnten. Kritter. Nee, die anderen Camper.
Nee, sorry, das wird nix. Hm, kein Ding. Deswegen frage ich ja. Dann, ne? Wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Hau rein. Jo, tschüss. Piep, piep. Nö, aber... Sie hat sich's überlegt, aber... Ist dann vielleicht auch viel zu gefährlich. Beziehungsweise, ne? Sie sagte auch schon, dass halt, deswegen habe ich mir auch Gedanken gemacht, dass wenn sie draußen ist und sich mit den Drohnen beschäftigt, ist sie halt relativ schutzlos und den Witterungen ausgesetzt. Also ist ja, sagen wir mal, je nachdem, wo oder wann sie ist oder wie auch immer, dass die ganze Sache dann läuft, hätte ich auf sie aufgepasst. So ist das dann nicht. Ja. Also bei dieser ganzen Sache, das kann ich dir sagen, ich kann, wenn keine magische Unterstützung da ist, dann habe ich kein Problem damit, auch mal gucken zu gehen. Ich meine, ich habe glücklicherweise das Glück, mich in unauffälliger Gestalt in der Nähe des Lagers aufhalten zu können. Pigeon Shaman! Entschuldigung. Jetzt kannst du bei einer Flying Show! Ja. Hm. Sowas ginge, sowas kann ich machen. Aber wie ich dir schon sagte, es gibt den Punkt, an dem ich mich nicht weiter einmischen möchte und kann. Richtig, ich weiß. Ich muss auch gerade nur gucken, wie wir das genau machen. Also er sagte ja, wir kommen. Wollen wir das Gespräch woanders hinterlegen? Kein Urlaub. Ja, wäre vielleicht besser. Genau. Achso, ich bin übrigens davon ausgegangen, dass sie das inzwischen alles über Comlinks klären. Ja, und ja. So. Ja, aber trotzdem wollen wir das Gespräch wahrscheinlich irgendwo hin, wo es sicher ist. Ja, ist ja okay. So. Also, düdelülü, bitte. Chill dein Leben. Ah, sehr gut. Ja, also wenn wir, wenn es reicht, dass wir da eine Datenbank anzapfen, um halt die Daten rauszukriegen, die wir brauchen. Brauchst den Typen dafür, wir haben keinen Hacker, denk dran. Eben, das ist so eine andere Sache. Also ich kenne noch einen Hacker. Der wird aber nicht mitkommen. Nee, aber der könnte uns eventuell was vorbereiten. Es mag sein, aber wir müssen, oder du musst ziemlich nah ran. Wenn du im Wald bist, ist das Wi-Fi echt scheiße. Richtig, naja, klar. Scheiße. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass dein Signal ungefähr, weiß ich nicht, 20 Meter weit reicht, wenn überhaupt. Und das ist noch viel. Also, ich weiß, ich kenne das. Ja. Ich bin da häufiger. Entschuldigung. Aber danke. Die Sache ist, willst du es durchziehen oder willst du es nicht durchziehen? Wie weit ich letztendlich gehen werde, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich habe dir ein bisschen das gesagt, was ich dir sagen kann. Den Rest muss ich vor Ort entscheiden. Nee, das ist klar. Die dritte Person ist die Frage, wen du mitnehmen willst. Ich habe dir gesagt, wen ich jetzt noch kenne, wen ich mitnehmen könnte. Einen von den Jungs will ich nicht mitnehmen, weil das nicht deren Sache ist. Damit haben die auch nichts zu tun, die würde ich jetzt auch nicht fragen wollen. Eben. Ich möchte das auch nicht. Das ist eigentlich ist es deine Sache. Es ist insofern meine Sache, als dass ich dir gerne helfen möchte, bis zu einem gewissen Punkt. Aber es ist eine Sache zwischen uns beiden und das hat nichts mit denen zu tun. Eben, deswegen. Ne? Oh ja, ist doch völlig in Ordnung. Das ist... Ja, tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum ich mich gerade rechtfertigen musste. Ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall wüsste ich jetzt nicht, wen man sonst noch mitnehmen kann, weil ein Hacker, jemanden, den du gar nicht kennst, ungern, ja, willst. Sehr, sehr ungern. Und die wenigsten Hacker gehen wirklich in den Wald. Ja, und das nochmal freiwillig. Weil die einfach auch keinen Bock haben, ihr Deck dahin mitzunehmen, was ich verstehen kann. Scheiß Rassist. Wieso Rassist? Weil Archetypen offensichtlich Rassen sind. Ah, na gut. Kann man doch nicht Archist sagen? Ich weiß nicht, ich würde mit einem 150.000 Nuyen Deck auch nicht unbedingt in den Wald rennen. Und das dann mit der letzten Pfütze verlieren, ja, das wäre ein bisschen doof. Muss nicht unbedingt sein, das stimmt wohl. Es ist dann wirklich die Frage, was wir machen, wie wir am besten rankommen an diese Daten, die wir brauchen. Du kommst eigentlich, also ich hätte jetzt echt nur die Idee, über einen Typen daran zu kommen. Mit ein bisschen Glück über eins von seinen Comlinks, wenn man denen das abziehen kann. Wo der dann vielleicht noch eingeloggt ist. Aber. Viele Events, ja, das ist. Unwahrscheinlich. Genau.
Ja, vielleicht kriege ich auch für ein paar Nuyen irgendwie ein kleines Programm oder sowas, was mir dann eine Tür öffnet, also eine Hintertür öffnet und eine Hintertür kannst du dir nicht öffnen, eine Hintertür musst du haben. Ich habe doch keine Ahnung von dem Scheiß. Irgendwie einen Weg da reinschlägt, wie auch immer, ist mir egal. Und mich da eine Suchoption, Suchfrage, also führt eine Suchfunktion aus oder sowas. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Das musst du aber gucken, Kaban. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, ob die das, können die sowas basteln, ohne das System zu kennen? Hm. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Oh, oh, oh. Na, ansonsten den Typ cashen, das wäre eine Möglichkeit, klar. Dem mit einer vorgehaltenen Waffe dazu zwingen, die Daten zu erfragen. Ja, beziehungsweise dem mit einer vorgehaltenen Waffe drum beten, die Datenbank zu kopieren. Das reicht ja schon. Da muss ich den mal wieder ausschalten und dann wieder rausschneichen. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Das wird nicht witzig. Nein, du musst halt entscheiden, wie weit du gehen willst und wie viel es dir wert ist. Wert ist mir das sehr viel. Dann musst du einfach nur gucken, wie weit du dafür gehen willst. Mhm. Und wie vor allem, wie weit ich gehen kann, ohne dass es auffällt momentan. Oder halt zurückschlägt. Zurückschlagen, früher oder später. Werden sie ja, aber muss ja nicht sofort jetzt. Das muss jetzt ja nicht. Hm. Da will ich dich, wie gesagt, auch nicht unbedingt reinziehen. Würdest du ja erstmal nicht. Nicht so direkt. Wenn du dir den Typen kaschst, bin ich nicht dabei. Wenn du mit ihm redest, werde ich auch nicht dabei sein. Wenn vielleicht in einiger Entfernung, sodass er mich nicht sieht. Mhm. Aber ich kann mich da auf verschiedenen Ebenen nur schlecht einmischen. Verstehe ich, verstehe ich. Zumal okay. Ich auch nicht möchte, dass möglicherweise, wenn sie was mitbekommen, bekannt wird, woher ich komme, dann können sie. Dann ist es, das ist viel, das wäre der Worst Case. Ja, ganz ehrlich, wir sind öfter zwischen Moskau und St. Petersburg oder anderen Städten unterwegs. Und das wäre echt scheiße. Mhm. Und das will ich nicht riskieren. Ich werde dich da nicht reinziehen, keine Sorge. Okay. Also das Einzige, was mir einfällt, ist, dass du dir da irgendwen kaschst. Was anderes fällt mir auch nicht ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich dir dann anbieten kann, ist, dass ich ein bisschen gucke, dass ich vielleicht ein bisschen die Umgebung, wenn die keine magische Unterstützung haben, wenn die magische Unterstützung haben, kann ich das nicht. Weil erwischen die mich und dann ist Ende. Aber wenn die keine magische Unterstützung haben, habe ich die Möglichkeit, was zu tun. Dann kann ich auch kann ich auch ein bisschen schauen, was da so abgeht und wer, wo, wie und überhaupt, ohne aufzufallen. Mhm. Das geht, das kann ich tun. Und ja, das war es eigentlich auch schon fast. Ja, die Observation eventuell reicht ja völlig aus, wenn das. Na, sowas kann ich machen, ja. Und ansonsten irgendwo anders bleiben und gucken, dass ich dich vielleicht noch irgendwo rauskriege, wenn es sein muss. Mhm. Das reicht ja eventuell schon. Okay. Dann machen wir das so. Ich würde sagen, wir fahren erstmal hin, schauen uns das an, was er da machen lässt, und dann entwickeln wir mit den Daten, die wir vor Ort haben, überlegen wir uns nochmal einen Plan, und wenn es nicht ist, dann und ich partout da rein will und es ist viel zu gefährlich, dann schlag mir ins Gesicht und hol mich da raus. Okay, ich bemühe mich. Solange du da nicht zurückschlägst. Ich glaube. Kann passieren, ne? Hey, du bist die ganze Gang ausgeräumt hat. Ja. Toll. Killer, du. Ja, irgendwie schon.
Gut, es gibt mittlerweile, glaube ich, kein Verbrechen, das ich noch nicht begangen habe. Außer, doch, wobei selbst Steuerbetrug war dabei. Steuerbetrug? Na klar. Du hast Steuern bezahlt? Nee, eben nicht, deswegen ja. Da kannst du es ja auch nicht betrügen. Erziehung, Entschuldigung. Ja, Fälschen, Betrug, ja, die ganzen üblichen Sachen halt. Wer hat das nicht? Ja, eigentlich alles. Eigentlich Matrix, wirklich... Matrix-Kriminalität hatte ich noch nicht. Also stimmt, nur die als hatte ich auch noch nicht. Stimmt, die hatte ich auch noch nicht. Das ist tatsächlich wahr, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ansonsten weiß ich. Terroranschläge habe ich, glaube ich, auch noch nicht verübt. Naja, ich schon. Oha. Naja, wenn ich irgendwelche Häuser in die Luft drehe, das wird zumindest so gezählt. Das stimmt. Wir sollten eine Strichliste führen mit Sachen, die wir schon gemacht haben. Besser nicht. Ja, so. Ich weiß nicht. Solche ich glaub, Sammlungen sind immer schlecht. Die Liste wird lang. Ziemlich lang. Vor allem, wenn die sich irgendjemand aufschreibt und zur Polizei bringt, haben wir ein Problem. Ja. Also, ich denke, wenn, dann sollten sie doch bitte nur auf die Idee kommen, mich für das Verbrechen bezahlen zu wollen, wegen, verdingsen zu wollen, verurteilen zu wollen, wegen dem sie mich da gerade eingesackt haben. Aber wenn ich die Polizei dann, deswegen bezahle, ist es natürlich interessant. Und dann hoffe ich, dass es nur Drogenbesitz ist. Oder ähnliche Sachen. In kleinen Mengen, sodass die Bullen noch bestechbar sind. Hm. Gut. Dann okay. Würde ich sagen, nehmen wir Gandhi mit zum Zelten. Der muss ja nicht zum großen Zelt mitkommen. Nee, ich denke, das will er auch nicht. Nee, das passt auch nicht zu ihm, glaube ich. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das was für ihn wäre, wenn auf einmal das Blei fliegt. Nee, ich schätze auch nicht, dass er da mitkommen will. Oder Meister, sollen wir Gandhi mit ins Schmugglerlager nehmen? Der Meister schon wieder wahrscheinlich auf, Karl. Der heißt ja General Gandhi. Der heißt ja, wird ja so genannt, weil er ja pazifistische Züge trägt, die sich abgemildert haben, auch weil er bei einer Gang arbeitet. Mit diesen Söldnern, ich weiß nicht genau, ob da sein Pazifismus vielleicht noch stark genug ist. Wofür? Um nicht dahin zu gehen. Ach so, meinst du? Ich meine ja nur, keine Ahnung. Tut doch, also das, ich sag mal, die Söldner haben weniger zu befürchten als wir. Nein, der wird eh nicht mitgenommen. Ach so. Also, der wird mit zum Campingplatz genommen, wenn er will. Ach so, na dann ist ja gut. Dann sollten wir ihn vielleicht mal anrufen und uns mit ihm treffen und ein paar Erklärungen werden wir ihm liefern müssen. Das ist dir bewusst. Du kannst ja schon mal überlegen, was du ihm erzählen willst. Wir haben eine Reise gewonnen und würden ihn gerne mitnehmen. Na komm, Kaban. Yay! Dafür lügst du zu schlecht und das ist nicht fair. Das ist richtig. Also ich sag mal, die Sache mit der Misswahl und dass da noch was anderes dranhängt, das ginge schon. Ja, von weswegen, das geht schon, glaube ich. Ja, das ist... Ich glaube, mehr Fragen stellt er dann auch nicht. Das ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Termin. Es ist heute aber auch schon spät, oder? Ist denn noch was? Ja, wahrscheinlich schon. Ruf ihn einfach an, frag. Das wird so um 10 oder so sein. Oh, Entschuldigung. Ansonsten frag ihn, Junge, bist du noch wach? Ja, ich rufe ihn an und frag... Wach jetzt auf. Ich rufe ihn an und wenn er rangeht, frage ich, Junge, bist du noch wach? Ja. Na siehst du. Das ist ja schön. Sag mal, Bock auf Campen? Also, Kaban. Tatsächlich finde ich Freya nett. Aber das Ding ist halt, nein. Auf so einem Campingplatz, wo man sich echt nah ist und seine aufgeblähten Ballonunterhosen dann früh, ich weiß nicht. Sie kommt nicht mit. Nur Jojo, du und ich. Ach so. Naja, und ein paar andere Leute, die wir aber noch nicht kennen. Ja, Camping, ne? Richtig. Die lernt man ja kennen. Genau. Es hängt noch ein bisschen mehr dran, aber mehr würde ich gerne privat mit dir besprechen. Welchen Zeitraum denn so? Erstmal? Ist noch nicht ganz so klar. Wahrscheinlich so in 3 bis 4 Wochen. Warte mal kurz.
Jojo, Gandhi. Ja? Du sag mal, Chefin, in 3 bis 4 Wochen bräuchte ich Urlaub für eine unbestimmte Zeit an einem unbestimmten Ort, aber ich habe hier Camping, das heißt, da könnte Bier sein. Willst du mir das abschlagen? Eigentlich bist du noch nicht lange genug dabei, um Urlaub zu kriegen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich eigentlich auch der Chef. Offiziell. Das heißt, warte mal kurz, er legt auf. Also Kaban, der Chef hat gesagt, das wird richtig gut. Wo bist du gerade? Ich komme auf jeden Fall rum. Klar, komm vorbei. Ich gebe ihm meine Adresse. Alter, wisst wie weit... Oh, hässliches Schwein. Los geht's. Also ich brauche noch ungefähr 10 Minuten, um das Terrarium sauber zu machen und dann noch ein Stündchen runter. Joho, klar, kein Problem. Stunde. Wenn du fährst. Was war das gerade für ein Einwurf? Den habe ich nicht verstanden. Wenn du fährst. Auch eine Dreiviertelstunde. Ja, aber er hat gesagt eine Stunde. Ich meine, müssen wir jetzt einfach widersprechen, oder was? Lahmarsch. Vielleicht muss er sich noch hübsch machen. Wofür? Zum Beispiel. Juti, er sagt bis danne und dann geht's los. Jo, währenddessen hoffen wir, dass Freya nicht kommt. ja. In der Zwischenzeit spielt ihr weiter Billard oder was weiß ich, was ihr macht. Ja. Ach nee, seid ihr woanders hingegangen, ne? Stimmt, zu Kaban sind wir gegangen. Mhm. Juti, du gibst ihm also deine Hausadresse. Hat er, der war doch schon da. Mhm. Ja. Scheiße. Juti, jetzt habe ich das auch mit Freya verstanden. Mann, wir haben zu früh angefangen zu trinken. Auf jeden Fall kommt dann an. Freya muss ja. Freya rangelassen. Freya muss ja arbeiten. Die will sowieso keiner, mit der musst du später sowieso noch reden, wie du das rechtfertigst. Auf jeden Fall ist er dann da. Hast Workshop, geht doch. Ausflug, Jagd, längere. Der Jäger-Workshop. Nein, Training, was auch immer, bla, neue Team-Training. Teambuilding-Maßnahmen. Passt gut zu deinen Aussagen, dass du solitär durch den Wald streunst. Survival-Trainings. Lass es mal den Kaban machen, der Gandhi ist da. Super. Kommst du rein, trinkst ein Bier. Das klingt vernünftig. Jojo, trink Cola. So. Also, es geht quasi, ich gebe ihm dieses Ressort quasi, da wo wir campen. So weit weg willst du? Ja, genau, so weit weg. Dafür allerdings für dich kostenfrei. Moment. Entertainer. Ja, den müssen wir ein bisschen bespaßen, den Typen. Geführtes Programm. Ja. Habe ich da gerade Anti-Spaß gelesen? Oh, guck mal, da steht eindeutig Anti-Spaß. Nun, die sind da relativ leger drauf auf dem Laden. Lüg in dem Laden. Doch nicht. Was? Die sind da richtig relativ... Lüg doch nicht. Das hat man uns gesagt. Schon mal klar ist, ich vertraue auf jeden Fall Kaban. Wenn der sagt, die sind leger drauf, dann frage ich zwar erst nochmal Jojo, aber ich vertraue... Nee, was ist denn jetzt hier los? Wir können da also keine Drogen mit reinnehmen, aber wir kriegen Drogen da. Man muss ja nicht zwingend mit Drogen campen, ne? Das ist ja schon mal erstens. Pass uns auf. Ja. An der ganzen Sache hängt ein bisschen was dran. Da richtig. Es geht im Grunde genommen darum, dass später noch was läuft und... Und wir, Freya davon nicht wissen soll. Um Gottes okay. Willen natürlich nicht, nein. Das sowieso nicht. Und wir aber vorher auf diesen Campingplatz müssen und auf jeden Fall 3 Leute sein müssen. Und wir müssen die ach, Königin... So ist das. Okay. Und wir müssen quasi... Ja, wir wollten Freya nicht dabei haben. Mann, du solltest sie heiraten, Junge. Ja. So. Ute, ich habe auch gar nicht dran gedacht, die eventuell mitzunehmen. Da hatte ich nicht mal ansatzweise dran gedacht. Das ist super. Ja, wenn da was läuft, ist das auch die beste Entscheidung, da nicht mal ansatzweise dran zu denken. Also. Also wir müssen halt zum Camping Queen und Camping König werden quasi. Oh Gott, es reicht, wenn du gewinnst, Kaman. Ja, es reicht, wenn ich gewinne. Ja, okay.
Aber ne, ich muss zum Campingkönig werden. Und Der Campingkönig. Jojo zeigt ihm den entsprechenden Punkt. Den gibt's da nicht. Das war eine Inside-Info, die steht da nicht drin. Ach so. Ja, es gibt da so eine Art Misswahl, auch für Herren. Eine interne Challenge quasi. Und er muss diesen Preis gewinnen am Ende. Genau. Denn das, was dabei rauskommt, das ist später nützlich. Wir kamen an, um zu campen. Doch wir blieben, um zu kämpfen. Ja, okay. Genauso. Genauso. Und wir würden danach, nachdem wir gewonnen haben und die coolsten Typen der Welt sind, ich sehe das noch nicht kommen, Kammern. Ja, doch. Du meinst also, du bist so cool, dass du dir über Kim davon erzählen willst, wie cool das war. Definitiv. Ja, okay. Danach müssen Jojo und ich noch eben kurz einmal ein bisschen weiterfahren und du würdest von da aus dann nach Hause fahren. Also, ne, da musst du nicht weiter mit. Also wir würden dann noch was anderes machen. Ja. Arbeiten halt. Ja. Schon klar. Ihr seid dann zu zweit irgendwo und Freya wissen, ne? Ist okay. Die braucht sich da auch keine Gedanken drüber machen. Nee. Ach, ich von mir erfährt die nicht, Alter. Sehr gut. So soll's sein. Also ich meine, wenn sie fragt, ja, die sind nicht anlügen, aber... Du kannst dir einfach... Hast du deine ehrliche Ader entdeckt, oder was? Du kannst dir einfach sagen, dass wir arbeiten. Das ist ja nicht falsch. Hä, sowas würde ich ihr nie sagen. Ich würde sagen, was weißt du, stimmt, die ist nicht da. Aber ich war gerade einfach... Es war gerade so deep. Der Song geht mir nicht aus dem Kopf, aber er ist noch nicht fest. Und bis er nicht fest ist, kann ich ihn halt einfach nicht niederschreiben. Und da habe ich... Stimmt, die ist echt nicht da. Es stand kein Essen auf dem Tisch, deswegen bin ich die ganze Zeit so hungrig. Stimmt, ich muss sie mal anrufen. Das würde ich ja sagen. Ich meine, die Ausreden überlasse ich euch. Ihr müsst euch absprechen. Ich bin doch Künstler, ich bin da raus. Ist völlig in Ordnung, wenn du da raus bist. Jutti, ja, bisher sehe ich da keine Schwierigkeiten auf mich zukommen. Hm, super. Also das würde uns auf jeden Fall ein bisschen weiterbringen. Denke ich. Ja. Und wenn du dabei wärst, wäre das cool. Ist ja auch eigentlich Urlaub für dich, ne? Ich meine, der Chef also hat das jetzt ja genehmigt. Wie ihr beide euch um Demis und Mr. Camping bemüht. Ich weiß nicht, wie ich einfach... Ich nicht, das weiß ich noch nicht, ob ich das kommen sehe. Du weißt aber schon, dass du den Püppchenbonus hast. Ich sehe das für dich mit. Nicht hat. Ich sehe das für dich mit. Das ist auch ein perfektes Training für, wenn es mal soweit sein sollte, dass wir sowieso mal raus müssen. Nimm das, Nimm dir mal die erste Woche als Training für die nächsten Wochen, die da kommen. Na, das sowieso. Also ich hätte mir von dir ohnehin noch ein paar Tipps abgeholt. Ich rede jetzt auch nicht davon, sondern eher von dem mit Stöckelschuhen über irgendwelche, was weiß ich was, tippeln. Nein. Ich denke nicht, dass man da einen Catwalk aufbauen wird, aber... Na Moment. Wenn das nun aber eine Miss und Mister waren im amerikanischen Stile sei, dann braucht ihr also ein Badekostüm, ein Abendkostümchen und vielleicht, was weiß ich, Wanderkostüm. Und ich glaube, der Catwalk ist auf jeden Fall inbegriffen. Wenn nicht, sehe ich mich natürlich gezwungen, euch so weit abzufüllen, bis ihr das macht. Ich sehe mich das noch Deal. Nicht. Er hat schon Deal gesagt, ich weiß nicht, was du jetzt hier den Mund aufmachst. Du hast den Mann doch verstanden, er sagte Deal. Er hat gesagt, er füllt uns ab. Entschuldigung, da hab ich auch... Ich bin ein simpler Mann. Autopilot. Er sagt, er füllt uns ab. Mach ich auch. Siehst du? Wenn du die anderen auch alle abfüllst, wäre das super. Weil müssen ja auch alle mitmachen. Alles, die sind mir aber scheißegal, um euch geht's doch. Ja, aber die müssen ja alle mitmachen, sonst wird's ja nicht lustig. Wir machen dann vielleicht eine große Party oder so. Aber wir werden auf jeden Fall, wir müssen dafür sorgen, dass wir King Drogen und... mitnehmen. Oh, ja. Hat er nicht vorhin gesagt, ihr dürft da nichts mit reinnehmen? Ja, ja. Offiziell. Mhm. Aber man kann da auch was kaufen, also von daher nehmen wir auf jeden Fall was mit.
Naja, wie immer. Ja, nee, tut mir leid. Wir haben ja keine Drogen. Nein, ich werde auch nichts mitnehmen, keine Ahnung. Sie sind doch nicht etwa abhängig? Nee, nur ab und zu mal so ein bisschen Speed gönne ich mir. Ah, na, das haben wir nicht. Aber wir haben hier Amphilux. Das ist ein völlig legales Medikament, was Sie 120 Stunden wach macht und Sie haben richtig viel Bock. Sie müssen nur genügend trinken. Ah ja, das kaufe ich dann mal. Amphilux ist super. Ja. Memo an mich, Finger weg von den Drogen. Von Hodendrogen? Nee, Finger weg von dem Hoden. Mit den Drogen. Ja, genau. Wir haben das ja alle schon richtig verstanden, das ist okay. Ja. Sehr schön. Schön. Gut, dann danke ich dir erstmal für deine Hilfe. Dann gehen wir zusammen campen. Hast du eine Campingausrüstung? Ja. Memo an mich, ich muss noch einen Bumsbulli besorgen. Noch einen neuen Bumsbulli, was? Ja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht mal gucken, wenn ich noch an einen drankomme. Für was? Warum? Zum Campen. Ah, okay. Ich habe überlegt, dass ich eventuell zu dem Platz mit meinem Auto fahren könnte, aber... Naja, er kann es doch dann wieder mit zurücknehmen. Ist jetzt so die Frage. Ist doch das Auto, das ich kenne, ne? Ja. Mhm. Ja, und da kannst du einiges an Campingausrüstung hinten drauf machen, ja. Erstmal das, dann niemand fährt mit ins Camping mit ÖVP, weißt du? Na, kommt drauf an. Also mit dem ÖPNV tatsächlich nicht, weil das Nahverkehr ist, aber... Ja. Hab ich mir dann auch gedacht, so, Moment. Ja, Moment, scheiße. Mit Öffis. Öffis, ja. Ja. Also ich meine, ein Kumpel von mir hat sowas wie einen Bumsbulli, den könnte ich mir bestimmt leihen. Ja, mit meiner Karre könnte man auf jeden Fall hinfahren, das ist so, die wäre sogar... Willst du campen oder willst du es richtig machen? Es ist ein Bumsbulli. Es ist quasi ein Wohnwagen. Ja, wir wollen ja richtig campen, also... Also willst du es richtig mit Zelt, machen? Mit Zelt, ne? Das widerspricht sich doch nicht. Hey, du kannst doch nicht mit einer halben Küche dahin fahren. Oder mit einer gesamten Küche. Und das campen. Ist ein geführter Campingplatz, Kaban. Verstehst du überhaupt, wie schön das ist mit so einem Wagen? Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Da okay, macht man doch nichts. Ich formuliere es mal so. Wir haben ja jetzt August. Es könnte ja warm sein. Dieser Wagen ist klimatisiert. Nicht zwingend, aber dieser Wagen hat einen Kühlschrank. Kaltes Bier. Aha. Ich weiß, Kaltes Schnitzel. Ich kann die Art, wie du denkst, nachvollziehen. Ja, könnte man natürlich auch machen. Und Musikanlagen, die eine Lautstärke aufweisen, mit der niemand mithalten kann. Wir werden auf jeden Fall die Platzassis sein. Wir wollen aber König und Königin werden. Dann müssen wir gucken, dass wir die coolsten Leute sind. Damit uns jeder wählt. Ja. Oh Gott, da muss ich wieder mit Menschen reden. Ja. Ich hasse es, mit Menschen zu reden. Kannst du schon mal eine gute Geschichte ausdenken? Ja. Ich weiß auch noch nicht, welche coole Geschichte ich mir ausdenken werde. Dann sind wir wahrscheinlich ein Paar. Ne? Ganz schlecht. Nee. Wenn ihr ein Paar seid, dann verwehrt ihr jede unterbewusste Möglichkeit darauf, dass man euch noch irgendwie bekommen kann. Stimmt. Mitdenken, Kaban, hier geht's um den König. Ah, stimmt. Bruder und Schwester ist auch schlecht. Gefragt habe. Wir sind Geschäftspartner. Also nein, so wir sind Freunde, Punkt. Wie offensichtlich. Gefällt mir. Kann man machen, ja, wir sind Freunde. Wie kann ich mich arrangieren, dass wir Freunde sind? Gut. Siehst du, das müssen wir jetzt nur noch irgendwie mit unseren Zins regeln und dann passt das. Naja, unsere Zins sind ja durchaus... Ist ja egal, dass sie befreundet sind. Das sieht man ja in den Sins nicht. Stimmt. Ich war
Die Sinnkontrollen sind da ja nicht so, hat er gesagt. Alter, wie hier das Gehen ausbricht, ist unglaublich. Entschuldigung. Bei mir ist es eigentlich gleich schon wieder vorbei. Ich muss mal rechts Fenster aufmachen. Wir sind alt. Nö, müde bin ich nicht. Ja, es ist so der Moment, wo man normalerweise in der Woche ins Bett geht. Ja, schäm dich, du Affe, koch den Tee. Nein, ich werde mir jetzt einen Eistee trinken. Dann trink dir einen Eistee. Er trinkt nicht nur einen Eistee, er trinkt sich einen Eistee. Das ist doppelt so effektiv. Okay, dann muss ich mal gucken, dass ich alles Nötige rankriege. Da muss ich ja mal gucken. Er wollte jetzt, dass ich diesen Bumsbulli besorge oder nicht? Mir ist das egal. Ja, vielleicht ich guck, schlecht. Ich guck das mal auf die Seite, sind da diese Bumsbullis vorhanden auf dieser Seite? Auf den Bildern? Kannst mit Wohnwagen anreisen oder auch nicht? Okay, ja, dann ist ein Bumsbulli natürlich cooler. Scheiß Wasser auf Survival-Proben. Yippie! Auf dem Campingplatz hättest du sowieso nie Survival-Proben ablegen müssen. Es ist ein Campingplatz. Ja. Tipps kannst du mir trotzdem geben und noch was zeigen. Wir sind da ja nicht 24/7 irgendwie gebunden. Ja, das kriegen wir hin. Also so als Training wäre das wirklich besser, wenn wir mit Zelt arbeiten, wie sonst wieder nach die Woche auch. Können wir doch mitnehmen, aber das müssen wir doch nicht die ganze Zeit tun. Außerdem kann man durchaus in einem Zelt schlafen und trotzdem auf kühles Bier zurückgreifen. Ja, da hast du recht. Und es ist ein Campingplatz, wenn ich mein Zelt aufbauen kann, ich auch so, das weiß ich, wie das geht. Ja. Ne? Aber das Zelt abtarnen, das Zelt... Ja gut, das klingt das auch... Das können wir eh nicht auf dem Campingplatz. Ja, da kriegen wir wieder Ärger, wenn wir dann einen Graben so, bauen. So, ne? Und hier bauen wir eine Sprengfalle hin ums Zelt. Nee, so ein Wassergraben, weißt du, zum Moin, Wasser. Nachbarn! Siehst du, deswegen haben die immer scheiß Musik. Wir hassen unsere Nachbarn. Unsere Nachbarn haben immer scheiß Musik. Außer der Schwäbe. Der Schwabe, der wäre cool. Na, 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 Camping. Camping ist cool. So. Gut, Plan steht. Plan steht. Jedenfalls grob. Dann brauchen wir Ausrüstung für die nächste Woche danach. Der Punkt, wo ich wieder gehe, oder was? Das können wir später besprechen. Oder genau. Morgen oder wann auch immer. Eben. Ich meine, für mich ist alles klar, ich muss nur noch mit der Chefin reden, aber die ist übelst behindert, oder? Die habe ich so krass um Finger gewickelt. Ein Blick genügt, die tanzt nach meiner Pfeife. Dann behalt sie dir und lass dir eine Gehaltserhöhung geben. Das ist der nächste Plan. Erstmal der Urlaub. Bis ihr meldet euch nochmal und dann bis die Tage. Jo. Adios, Muchacho. Tschüss. Tschü. Ja, als er gegangen ist, so, warst du nicht die Chefin? Dann kann er sich die Gehaltserhöhung gleich direkt wieder vergessen, ne? Was für eine Gehaltserhöhung? Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Sehr gut. Gut, dann müssen wir noch einiges mitnehmen. Aus unserer tollen, zu unserem tollen Reservoir. Ja. Survival Kids, kein Problem, haben wir da. Richtig. Ich würde gerne meine Flying Eye mitnehmen. Müsst ihr mir jetzt nicht sagen. Ich meine, das ist internes Besprechen, bla bla, Gedönse. Ja, aber ich meine, das, was ihr dann für die nicht primär Campingwoche braucht, das könnt ihr euch dann nochmal eine Woche ausdenken oder zwei. Mhm. Auf jeden. Genau. Gut. Gut, dass wir das nicht jetzt machen müssen. Da habe ich nämlich jetzt auch keinen Bock drauf. Das ist nämlich nervig, einschläfernd und überhaupt. Richtig. Und eigentlich habe ich noch ziemlich Bock, deswegen. Beauty. Gut. Brauchen wir noch irgendwie Tarnidentitäten oder so? Also irgendwie einen Tarn. Nope. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Also, alles wir haben cool. Doch unsere Sins. Genau. Wenn ihr auf die Seite geht, seht ihr, dass. Der Kauf der Karten wird mit eurer Sin abgeglichen, einfach um den Kauf zu legalisieren. Und danach haben die mit eurer Sin überhaupt nichts zu tun. Ihr zeigt die Karte und seid durch. Das heißt, man könnte die auch übelst einfach klauen. Das ist nämlich so ein Ding, wo quasi Privatsphäre dahingehend zugesichert wird. Oh. Oh. Da können wir doch ein romantisches Date rausmachen. Wup, wup. Ja. Wer jetzt?
Sehr schön. Die, wo jetzt warst du jetzt? Ich will hier weg. Oh, oh, oh. Gut, dann würde ich sagen, packen wir das. Was schmiedest du da für Pläne, Kaban? Das war ein das war ein Spaß. Ja. Hm? Der Kaban will halt nicht den Rest seines Lebens nordisch essen. Der will auch mal die östliche Küche genießen. Stimmt eigentlich. Ist Jojo eigentlich ein bisschen asiatisch? Nein. Überhaupt nicht. Hm. Wie kommst du drauf? Die kommt aus dem östlichen... Die kommt aus St. Petersburg. Petersburg ist nicht besonders östlich. St. Petersburg ist westlicher, ist nicht westlicher als Russland. Nee, aber... Oh, nee, stimmt, ich hab das gerade westlicher als Russland schon ja nicht, es ist auch östlich von Moskau, aber Moskau. Es ist trotzdem nicht wirklich östlich im Sinne von Russlands Ausbreitung. Nein, Jojo hat keine asiatischen Züge. Ich hab das auch gerade voll verplant. Ich dachte gerade voll an das falsche Stadt in Russland. Ja. Billy hätte in die Schiene gepasst, aber die hat ja auch ein bisschen die Augen gehabt. Das ist ja... Tut mir leid, Kaban. Tut mir sehr leid. Aber das kann ich dir leider nicht bieten. Naja, aber Jojo kommt ja aus der Stadt mit den weißen Nächten. Weiß ich nicht. Das nicht sagt. Na, St. Petersburg? Ja. Das sind die Nächte im Sommer, die nie wirklich dunkel werden. Ah, okay, ja. Das sagt mir was, ja. Ja, aber diese Träume muss ich dir, also diesen einen Traum Asiatin muss ich dir zerstören, das tut mir leid. Zutragen. Du musst mit dem vorliegen nehmen, was sie ist. Ich hatte auch gerade nur ein Gesicht, also hier einen Gedankenfurz quasi, weil ich die Stadt voll mit der anderen Stadt da am Ende von Russland irgendwie verwechselt habe. Gedanklich. Juti. Dann springen wir ein bisschen. Vladivostok, so heißt sie. Vladivostok ist es nicht. Das, wo ich jetzt gerade gedacht habe, wo sie liegt. Ja, voll am anderen Ende der Welt. Vor allem die Satzstruktur. Könnte man ja eigentlich... Hat Jojo eigentlich asiatische Züge? Ja, aber ich hätte mal fragen dürfen. Man muss halt Sachen wissen, bevor man weiterspricht. Ja. Aber da sieht das Ganze dann relativiert habe, habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Das ist super. Duty. Ja, also wir bereiten uns dann quasi innerlich und äußerlich auf die Erfahrung vor, campen zu gehen. Also es ist erstmal, ich glaube, Jojo hat mehr Angst vor diesem Campingplatz als vor dem, was danach kommt. Das kann ich mir lebhaft nicht vorstellen. Stimmt doch nicht. Judy, ihr bringt irgendwann euren Scheiß, den ihr halt später mitnehmen wollt, zu dem Dude, der holt den ab, easy, easy, dann packt er das normale, reguläre Campingzeug zusammen. Und steigt in den Zug und fahrt da runter. So ein paar Tage später. Was sagst du denn nun deiner Geliebten? Das ist halt ein Survival Training. Schrägstrich, ein bisschen Teambuilding, quasi Führungsebene kommt ja auch mit und so weiter und so fort ist. Mhm. Sie wünscht sich natürlich sehr, dass sie dann irgendwie... Das Ding ist ja folgendes. In der Wildnis kann ja einfach was passieren. Ja, deswegen... Und sie würde sich einfach gern versichern, dass es dir gut geht. Das heißt, da muss es ja irgendwie einen Chief Operator Commander Communication Assistance Manager geben, der quasi mit euch Kontakt hält, also die Außenwelt, und den sie dann vielleicht erreichen könnte, um sich einfach zu versichern, dass es dir gut geht. Sie versteht selbstverständlich, dass du dich selbst nicht melden kannst. Ihr seid nicht verheiratet, das geht nicht. Nur direkte Familienangehörige. Das auch. Kannst du bitte aufhören, Kaban vorzusagen? Erstmal das und zweitens nur im absoluten Notfall würde ein Ranger quasi rausfahren und suchen und dann das machen. Also wir stehen nicht im völligen Kontakt mit den Leuten. Keinen Kontakt möglicherweise zur Außenwelt. Das, wir haben ein Notfalltelefon. Also jedes ist natürlich sehr, sehr
jedes Team. Gar. Ja, jedes Team hat natürlich ein Satellitennotfalltelefon, wo dann halt auch sofort ein Medevac bereitsteht, ist ja klar. Aber das geht halt, muss sich halt innerlich und äußerlich quasi dann, ja, in diese Situation bringen. Und dementsprechend hast du halt keinen Kontakt zur Matrix oder sowas. Sie fragt sich natürlich und auch dich damit, ich meine, das klingt ja nicht unbedingt nach dem normalen Ausbildungs- und Aufgabenfeld eines Jägers. Aber was, ob du da jetzt irgendwie dann aufsteigst, so nach dem Training, auch in deinem Aufgabenbereich, nicht, dass es gefährlich wird? Möglich. Möglicherweise, genau. Das ist halt eine der Sachen, die man machen muss, um aufzusteigen. Und das wäre schon, ne, deswegen möchte ich das unbedingt mitmachen. Du machst es mir leicht, ist dir das klar? So eine Chance kriegt man halt nicht nochmal wieder. Selbstverständlich versteht sie, dass du vorankommen möchtest. Hm? Mhm. Sie hat nie erwartet, und das wird sie auch so kommunizieren, dass du mit ihr darüber sprichst, beziehungsweise sie hat nicht erwartet, dass du abstimmst, dass du diesen Schritt gehst, auch ein gefährlicheres Berufsfeld quasi dir vorzunehmen. Aber sie hätte sich natürlich schon sehr gefreut, wenn du ihr vorher von deinem Vorhaben erzählt hättest. Ja? Das betrifft sie ja in gewisser Weise auch. Ihr seid nicht so lange zusammen. Sie will jetzt nicht irgendwie furchtbar klammernd wirken oder so, aber du verstehst natürlich, worauf ich hinaus will. Schon. Ich habe die Chance gerade ganz plötzlich gekriegt, weil ein Kollege halt abgesprungen ist, das eigentlich hätte kriegen sollen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das machen wollte. Und dann habe ich natürlich direkt ja gesagt. Das war halt so, ich war selber völlig überfahren davon. Und so eine Chance kriege ich halt nicht nochmal wieder. Und wenn du dann aufstiegst, was genau würde sich denn dann ändern? Ja, neben der Bezahlung halt natürlich ja schon ein bisschen das Betätigungsfeld. Eventuell kriege ich halt auch einen Untergebenen oder sowas halt, ne? Aber das ist halt je nachdem. Was würde sich denn dann am Betätigungsfeld ändern? Ich meine, das ist ja sehr unspezifisch, nicht wahr? Ja, mein Aufgabenfeld ist ja relativ unspezifisch. Also Koordination! Ruhe da unten! Was ja, denn? Ich darf doch wohl mal Hilfestellung leisten. Nein, das darfst du nicht, du bist nicht da. Ja, also es, eventuell wird mir halt, wie gesagt, ein oder zwei Ranger unterteilt, dann, wenn ich das dann irgendwann schaffen sollte, halte ich mir, das ist noch in weiter Ferne. Und dann ist halt, es kann passieren, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber dass wir dann auch mal längere Zeit weg sind, wo dann, wenn es dann mal heißt, dass halt ein größeres Tier gesichtet wurde oder sowas, dass wir dann halt ne, Spuren lesen müssen und so weiter. Deswegen fahren wir es ja so in so tief rein, dass wir halt noch mehr, dass wir das lernen vernünftig, ne, weiter zu campen und Spuren zu lesen etc. Sowas zu machen. Es stellt sich natürlich die Frage, wie viele Leute da die Aussicht auf diese Beförderung oder diese Zusatzausbildung bekommen haben, circa. Das haben 5 Leute gekriegt. Es wird wahrscheinlich, es ist sehr selten, dass jemand befördert wird. Also es kann wahrscheinlich die nächsten paar Jahre nur einer befördert werden. Deswegen muss ich das ja, ne? Das heißt, es könnte völlig umsonst sein, dass du jetzt diese Zusatzstunden auf dich nimmst. Ja, also ich sehe auch ein bisschen betrüppelt aus. Versuche ich jedenfalls. Ja, kann das natürlich. Aber ich meine, dann habe ich das schon mal gemacht und vielleicht bin ich dann halt. Vielleicht wird es nicht das nächste Mal das dann, aber vielleicht beim übernächsten Mal oder so. Wenn halt einer der Älteren weiter aufsteigt oder ausscheidet. Na naja, gut, ich meine, wenn du Untergebene hast, klingt das natürlich nach einem weniger riskanten Aufgabenfeld. Dem ist ja grundsätzlich nicht irgendwie. Das ist ja grundsätzlich was Gutes, ne? Ja, schon. Also das ist, und vor allem ist auch natürlich die Bezahlung besser und ist, man will ja auch immer besser werden in seinem Job, ne? Gut, sie wird das dann natürlich auch dabei belassen, den Abend ruhig mit dir ausklingen lassen. Muss ich in 3 Wochen nochmal drauf ansprechen. Nee. Strafend.
Nein, deine Strafe ist doch, dass sie jetzt so ruhig und bedröppelt und traurig ist. Sag mal, Deli, bin ich so weiblich oder bist du so männlich? Du bist eindeutig so weiblich. Ah. Ja, sie ist halt betröppelt und traurig, aber ich werde sie halt ein bisschen, ne, so versuchen. Dieses angedeutete Lächeln, von dem die Menschen entweder denken, es heitere dich auf, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, oder noch viel schlimmer, wo sie wissen, dass es dich nicht aufheitert, sondern dir noch ein schlechteres Gewissen einimpft. Was natürlich bei ihr nicht der Fall ist. Ne? Sie versucht natürlich dir zu zeigen, dass sie sich trösten lässt. Aber dieses Leichte, weißt du, dieses Kleine. Hm. Ich bin so ein furchtbarer Mensch. Also beim nächsten Mal, in solchen Fällen, kannst du ihr dann noch einfach sagen, dass du damit, wenn du aufsteigst, auch die Chance hast, mehr administrative Aufgaben zu erledigen. Das heißt auch mehr Koordination, heißt natürlich mehr Büroarbeit, aber ja, das habe ich doch gerade schon ein sicherer Job. Also das Problem ist aber, dann wird, wenn ich einen administrativen Job, also man für meine Aufstieg. Du hast ihn in Aussicht. Ja, aber dafür schickt man mich nicht in den Wald. Doch, natürlich. Ich meine, du hast in dem Moment verkackt, wo sie sich wirklich darüber informiert. Das ist ja klar. Das sowieso. Denn der Jägerberuf ist keiner, der geheim bleibt. Deswegen bleibe ich halt nah an der Wand, an der Wahrheit und sage hier, das ist gut. Kannst du immer noch sagen, nah an der Wahrheit. Da könnte so ein großes Tier kommen. Irgendwann kannst du immer einfach auch sagen, du bist Geheimagent, wenn alles schief läuft. Eigentlich bin ich Astronaut. Ich bediene einen Torhammer. Einen Ohrkammer kennst du ja schon von mir. Juti. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Unabhängig davon. Ich bin so froh, dass dieses Doppeldate vorbei ist und ich das hinter mir habe. Du bist so froh, dass dieses Doppeldate vorbei ist. Na, welches soll denn sonst noch kommen? Das nächste. Ja, ganz bestimmt wird das kommen. Hey. Mit welchem Typen denn? Verbau mir bitte nicht meine optimistische Zukunft. Also wenn sie sich darauf einlässt, freut sich der Musiker bestimmt. Wenn sie dadurch die Chance hat, ein bisschen mehr zu erfahren von Kabans Aufstiegsmöglichkeiten, deine Gedanken darüber und wie du dich fühlst als Nichtaufsteigerin, wird sie das vielleicht irgendwann wahrnehmen. Hm. Oh Gott. Denn wenn man eins nicht erwartet ist, dass von diesen 5 Leuten, die ausgebildet werden und von denen maximal einer in den nächsten Jahren aufsteigt, du dabei bist, dass du das erwartet, keiner. Gucke dich die an, Junge, da kommt so eine Eule und boxt die um, das geht halt nicht. Das ist ja auch nicht so, Gott, Jojo hat nie die Chance aufzusteigen, sie ist eine Frau. Das wäre natürlich echt doof, wenn sie sich bei dir meldet, weil sie sich Sorgen macht, weil sie natürlich jetzt von ihm nichts hört, die Tage. Ja, aber was soll sie Jojo denn da sagen? Keine Ahnung, sie kann nichts sagen, sie ist ja nicht da. Denn sie ist auf dem Festival und gerade beschäftigt damit zu sagen, es ist Schwein. Ja. Ja. Juti. Jojo hat Urlaub. Ja. Ihr packt. Ihr fahrt. Ihr kommt an. Um das sehr schnell zusammenzufassen. Mir fehlt noch was. Was fehlt dir denn? Mir fehlt noch was. Drück den Knopf! Bitte. Yay. Oh, das habe ich gebraucht. Ihr werdet eingelassen und kontrolliert nach Drogen. Wir haben keine dabei, nur Bier. Das dachte ich mir. Glasflaschen sind natürlich nicht erlaubt. Allerdings auch nicht mehr üblich. Dosen? Na klar, Dosen und Plastikflaschen. Und dann besiedelt ihr euren vorgegebenen Standort. Das ist nicht so, dass man sich da einen Scheißplatz sucht, das ist ja klar. Ein bisschen Organisation ist ja wichtig. Jo, wir brauchen auf jeden Fall ein eigenes Zelt. Na, so viel Platz habt ihr, ihr seid zu dritt. Tatsächlich ist der Platz gut, sag ich mal. Sehr gut. Genau. Und dann ist da Sonne. Dann kommt irgendwann, während ihr noch im Aufbau begriffen seid, so ein
geiler Wagen, so eine Art Golfwagen vorbeigehetzt. Und da drin sitzt Doc Gavin mit dem Megafon, der sich quasi schon mal vorstellt. Und der hat schon richtig gute Laune, hat mit einer einen Spaß. Heute finden wir uns ich mache ein Bier. Morgen, da können wir ja dann die ersten Spiele machen. Nur für die, die morgen schon Lust haben. Aber dann können wir uns freuen auf die Misswahl. Vielleicht eine Wandertour, gemeinsames Lagerfeuer, ist doch immer schön, ne? Wir haben ein kleines Konzert organisiert, das wird eine ganz tolle Woche. Ach, so ein ganz alerter Typ, so ein... Er detoniert! Der detoniert, während er vorbeifährt, ungefähr 7-mal. Ne? So. Geil. Entschuldigung, meint nur irgendwann zu den anderen beiden, ich hab da so ein Klingeln in den Ohren. Das liegt daran, dass du noch kein Bier getrunken hast. Ach so. Das ist die Bier. Mann, gib mir Bier. Ich reiß die rüber, mach derweil das Bier auf. Meinst du, wir organisieren hier in der Woche ein Musical? Also meinst du, Kevin hat das vor? Wieso? Er wirkt so. Das wird großartig. Das Camping-Musical, meinst du? Also, ich als angehender König des Campings. Da musst du erstmal an mir vorbei, Freundchen. Ich weiß, dass du hier König werden musst, aber ich werde es ja nicht machen. Muss ja nicht, wenn du das, also am Ende kannst du auch die Aufgabe übernehmen. Ach so. Was ist denn das für eine Aufgabe? Muss nur was filmen. Auf der Tour am Ende, das ist kein Problem. Was ist denn das für eine Tour? Durch den Nationalpark. Also ist der Karl, Preis. Ich sag mal so, du oder ich, einer muss ja, aber ich werde dich nicht leichtfertig gewinnen lassen. Du weißt, dass ich Camping-Erfahrung habe, oder? Aber hast du auch Mr. Camping-Erfahrung? Würdest du ein Musical auf die Beine stellen können? Hast du den Willen dazu? Würdest du es schaffen, dass Jojo vor dir herstöckelt mit Stöckelschuhen und sagt: Tell me how to understand camping. Tell me to build up a tent. It hurts my little head when I'm lying in my bed. Denkst du, das kriegst du hin? Wenn du das nicht denkst, dann bist du nicht bereit dafür. Alter Schwede. Was bist du bereit dafür? Bist du bereit dafür, dich hier und jetzt auszuziehen? Ich bin bereit dazu! Aber die Leute gucken gerade, das kann ich natürlich nicht. Sehr gut. Was so wolltest du nicht mehr tun? Hä? Du warst schon wieder leise. War ich das? Ja. Achso, die Leute gucken, deswegen mache ich das lieber nicht. Schäme ich mich? Schäm du dich mal. Du weißt nicht, wie das ist, wenn die Leute mal gucken und dann so eingeschüchtert sich die Hand vor den Mund schlagen und dann sagen, oh Gott. So, was nein, ist bei mir jetzt? Sagen die immer nur vor Respekt, oh Gott. Oder, Verlangen. Was ist denn jetzt hier meine Aufgabe, um auch während des Aufenthalts hier dafür zu sorgen, dass ich eine Chance habe? Ja, du ziehst dir erstmal ein verdammtes Bikini-Oberteil an und das T-Shirt aus. Mhm. Und die Tattoos müssen verschwinden. Die hat sie ausgemacht. Ah, nicht alle, ich glaube ein paar davon. Ja, sie hat die blutigen ausgemacht. Und die Gangs. Ja, die sowieso. So, und dann, erstmal so. Bikinis an. Ich bin mal kurz weg. Es sei denn, du willst wirklich gewinnen, dann lässt du den Bikini auf weg. Übrigens, also ausziehen ist halt, es ist quasi, also, ne, nicht so komplett nicht, meine ich, ne? So. Obwohl, eigentlich 2080? Ja, eben, oben ohne, scheiß was drauf. Oben ohne geht auf jeden Fall noch. Wir sind in einer aufgeschlossenen Gesellschaft. Aber nicht, solange ich Spielleiter bin. Aber das kann man doch erstmal noch für später aufheben. Ja. Das heißt, du meinst Jeans, Hotpants und Bikini-Oberteil. Hotpants. Ja. Nein, eins von beiden. Ja, okay. Haben eine unsere Jeans, Nachbarn Hotpants schon quasi. Bier am Hals, ist die Frage. Bitte?
Bauen unsere Nachbarn gerade noch die Zelte auf oder haben die schon ein Bier am Hals? Naja, eure Nachbarinnen im Alter von 15 bis 19 bauen gerade noch auf und werden tatkräftig unterstützt von Gandhi, der freundlich mit ihnen interagiert. Das wollte ich vorgreifen, verdammte Seuche. Er hat gerade schon gesagt, ich bin mal weg, da habe ich mir das schon überlegt. Dann nehme ich die andere Seite. Naja, Oma Ursel braucht auch Hilfe. Ich sehe doch nicht mehr so gut, welche Heringe wohin hier hören. Kann man das eigentlich barfuß bei dem Campingplatz laufen oder muss man da Schuhe anziehen? Du warst doch schon mal auf dem Campingplatz. Ja, prinzipiell geht es barfuß. Heute noch, also am ersten Tag ja. Danach würde ich gucken, ob ich das mache. Okay, dann zieht sie sich besser Schuhe an. Besser ist das. Ja, ich baue mein Zelt auf. Ich baue Jojos Zelt auf, wenn Jojo dann noch nicht fertig ist, obwohl Jojo ist eigentlich Festival erfahren. Ich dachte, du willst sie ausbilden, dann musst du doch gucken, ob sie ihr Zelt oben nicht aufbaut. Sie baut ihr Zelt selber auf. Ja, also das ist so, wir kriegen das hin. Unser Zelt aufzubauen ist super. Und dann schnappe ich mir ein Sixpack. Mache ich mal die erste Campingtour quasi. Den ersten Campingrundgang. Den hat Jojo schon eher gemacht. Hey. Wann denn? Ja. Ihr seid doch angekommen, habt kurz aufgebaut und euch darüber gerade unterhalten. Genau, und dann mache ich meinen Campingrundgang und den erstbesten Dude, quasi der halbwegs sympathisch aussieht, der kriegt natürlich ein Bild von mir angeboten. Das ist sehr freundlich von dir, du kleiner manipulativer Bastard. Ja sicher, mit Pilz gewinnst du Männerherzen. Kann ich nicht abstreiten. Das ist, ne? Also, da muss man nur einmal Mario spielen. Da freut er sich auch mal über einen Pilz. Siehst du? Grillen bitte. Es ist spät. Heul nicht. Lässt du etwa nach, du Weichei? Nee, eigentlich nicht. Du hast dein Männerherz gewonnen. Ich wollte euch eine Chance lassen. Schön. Schön, schön. Ja, also, ne? Versucht dann halt quasi ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Wo kommen die denn her? Aus der Umgebung. Nee. Ja. Und wo sind wir? Also, ich meine, wir sind weit weg von Moskau. Aber wo sind wir überhaupt? In der Nähe von Varonia. Das ist schon ziemlich weit weg, ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo Varonezh liegt. Das ist so ein bisschen östlich der Ukraine. Dort, wo bei dir die Grenze ungefähr hingezogen wurde von Google Maps und bei mir nicht. Varonezh ist eine größere Stadt im äußersten Westen Russlands, die eine Kriminalitätsrate hat, die sich durchaus sehen lassen kann, aber ihr seid ja nicht direkt dort. Östlich der Ukraine. Da ist ja. Aber nicht die Grenze, die ich meinte. Die Grenze, die ich meinte, ist unterhalb der Ukraine, bei der Krim. Die Krim ist eine Halbinsel. Irrelevant. Wir haben uns doch vorhin verstanden. Die Grenzen sind 2080 sowieso andere. Ja, ja, das ist klar. Deswegen ist es doch egal. Also, die kommen aus der Umgebung und die naturelle Umgebung hier ist geprägt durch Grün. Schön. Und Wälder und Hügel. Nicht so viel Berg. Und auf der anderen Seite tote Wälder, tote Hügel und weniger viel Grün. Aber da ist auch kein Nationalpark. Was ist denn bei denen passiert, dass das kaputt ist? Industrie. Niemand mag Industrie. Jeder liebt Industrie. Nur wenn man sie sabotieren kann. Ja, also ich versuche quasi ein bisschen mit denen ins Gespräch zu kommen. Social Engineering, ich bin da ja richtig der Pro drin. Hättest du das nicht gesagt, hätte ich gesagt, ja. Ich lasse das mal durchgehen. Sehr gut. Du hattest ein Bier dabei, was soll denn da passieren? Eben. Wenn ein Mann dich ohne Bier anlabert, dann bist du direkt feindlich. Aber er hat ein Bier dabei, kann das nur ein freundlicher Dude sein. Ja. Ist halt so. Juti.
Im Laufe des Tages wird normaler Campingalltag stattfinden. Ihr könnt natürlich auch vor zu der Aktivitätszone. Ja, ganz bestimmt nicht. Ja, ganz definitiv schon. Also ich jedenfalls. Ich muss ja hier neue Verknüpfungen finden. Ich habe ja schließlich ein Sixpack, das heißt, ich kann 6 Leute ansprechen. In der Aktivitätszone ist leider natürlich Fremdgetränk unerwünscht. Du kannst ja dort an der Bar gerne was erstehen. Na gut, dann werde ich vorher noch 6, also insgesamt ein paar Leute, also man trinkt ja auch mit ein paar Leuten ein Bier, dann hat man also nur 3 Leute ansprechen können. Die spreche ich dann natürlich alle auf dem Campingground an. So von wegen, hier, ich bin, ne? Ja, ja. Warte. Ich muss mal meinen Namen rausgucken. Du kannst ja auch einen Namen ausdenken, ne? Du musst nicht den von der Sinn nehmen, das sieht eh keine Sau. Nicht mal die Betreiber. Ah, richtig. Dann heiße ich natürlich, Rasputin. Rasputin Trisas. Aus Novosibirsk. Aber Novosibirsk kriege ich ja gar nicht in der Dialekt, denn du. Kein Problem, einfach laufen lassen. Immer reinlaufen lassen, das ist der Trick. Jetzt löst die Zunge. Nee, ich bin Eduard. Mann. Eduard. Anatolisch. Eduard Anatolisch. Anatolijewitsch, so heißen sie, glaube ich. Nochmal was? Anatolijewitsch. Ist der zweite Vorname. Also Eduard. Ja. Naja, okay. Judy, in der Aktivitätszone wird dann... Was machen die am ersten Tag? Da ist ja alles noch ganz entspannt. Das heißt... Da ist ja natürlich eine Kennenlernrunde, eine größere. Da gibt es ja verschiedene Kennenlernspiele, ne? Die Bekannten und Unbekannteren. Das macht alles auch ganz viel Spaß. Und yeah. Der Kevin, der geht natürlich auch immer rum und heitert die Leute auf. Und jetzt aber nicht so schüchtern. Der Ulf wird ihm definitiv noch eine reinhauen. Im Laufe dieses... Das Gute ist ja auch, der kann den Mund so unglaublich weit aufmachen und sich in Pose werfen, wenn er dieses macht, aber er hat auch gleichzeitig ein Gebiss, wo jeder Zahn nicht nur blitzt, dass man sich spiegeln kann und von einem weiß ist, das nicht zu beschreiben ist, sondern er hat dann auch so große Zähne, dass man einfach Angst haben muss. Und dazu die weggetackerten Falten auf der sonnengegerbten oder Sonnenstudio gegerbten braunen Lederhaut, mit den kalt gebliebenen Augen, die aber, weißt du, der ganze Gesicht grinst, aber seine Augen sagen, ich hasse mein Leben, erlöse mich. Yes, the nuclear mich. Winter inside him. Quasi. Also er ist bestimmt auch einer von den Leuten, die dann auch zu den Leuten gehen, ihm den Arm um die Schulter legen, die an sich ranziehen. Und ich dachte, das habe ich gerade deutlich gemacht. Oh. Der kriegt noch einen reingehauen. Entertainment. Die Leute sind da, um was zu erleben. Die Leute sind richtig da, um sich zwischenmenschliche Beziehungen vorgegaukelt zu bekommen, die sie im Konzern nicht haben. Was hast du denn gedacht? Denkst du, es wird leicht? Nee, Jojo macht die Festivalart von Kennenlernen, weil die entspannter ist. Ja, ja. Aber wenn das geht. Sich anpöbeln und... Nee, überhaupt nicht. Aber sie latscht erstmal nur durch die Gegend, guckt sich alles an und wenn sie irgendwo ein paar Leute findet, die cool sind oder wo sie das Gefühl hat, dass die cool sind, geht sie da hinzu und fragt, ob sie ein Bier haben kann. Was? Du musst ein Bier mitbringen. Und setzt sich dazu. Oder sie bringt eins mit. Irgendwie Frauen so. Dürfen sowas fragen. Das ja, ich wollte schon sagen, Frauen dürfen das eigentlich. Denen bietet man auch immer eins an. Also ich meine, ich würde auch gerne eins anbieten, aber... Ja, aber das hat so einen Schnupp. Also klar mache ich das auch, aber wenn die Leute ein eigenes Bier mitbringen, sind die viel, viel willkommener. Das ist keine richtig. Ahnung, auf dem Festival finde ich nicht. Da sind doch, alle, so, das sind das, alle so. Das Eisbrecherbier, die bieten dir als erstes eins von ihren Eisbrecherbieren an und dann bietest du denen 6 andere an. Und dann hat man eine Gesprächsgrundlage mit 7 Bier. Und dann kannst du nur hoffen, dass nicht so viele Leute vorbeikommen. Sie wird vermutlich auch Bier mithaben, ja, aber... Krasser Scheiß. Es wird so sein, dass sie dann da sitzt und dann, ne, wie das immer so ist, unterhält man sich mit den Leuten und dann ist es witzig. Und dann hat man ja nur eins mitgehabt oder so, dass man gerade am Trinken war. Und
dann kriegt man sowieso noch welche. Genau. Ja, klar. Ja. Da gibt's halt auch so einen 3-Liter-Horn, da kann man auch erstmal eine Bowle machen. Du verstehst auch, wie ein Festival funktioniert. Ich weiß, wie ein Festival funktioniert. Ich weiß auch, wie die Bowle und das Horn funktionieren. Ausgezeichnet. Festivalbowle. Ausgezeichnete Sache. Bis die erste Nudelsuppe reinkommt. Dann wird's noch leckerer. Auf jeden Fall ist das die erstmal entspanntere Art. Und dann guckt man halt weiter und guckt, ob es noch mehr lustige Leute gibt. Und im Laufe des Abends werden die Leute ja auch lockerer und lustiger, je mehr Bier sie getrunken haben. Ja, das ist richtig. Man muss dazu sagen, am ersten Tage ist es noch so, dass die natürlich, die haben auch einen Schlafrhythmus. Das wird nicht sein, wie im normalen Leben, dass sie da richtig durchpowern, sondern der erste Abend wird schon, da werden viele Leute eher schlafen, als man das so vielleicht denkt. Aber die, die noch wach sind, das sind ja schon mal die, wo du weißt, okay, mit denen wird's gut. Richtig. Und die wird's, die sie wirklich suchen. Wollen, die wissen, dass es hier Krieg ist und nicht einfach so. Denn Jojo hat noch immer eine absolute Aversion gegens Schlafen. Ausverzeichnet. Sehr schöne Sache. Also ich werde mich natürlich auch zu den coolen Kids setzen. Ja. Du musst die erstmal finden. Da, wo die Party abgeht. Quatsch, Scherz. Er geht einfach dahin, wo das Gegenteil von dem herrscht, wo er vorhin Zeuge oder gar Mitglied wurde. Ja. Habt ihr zufällig den Film Club Las Piranhas gesehen? Nee. Ihr solltet das irgendwann mal tun. Aber Juti. Ihr sitzt bei den coolen Kids. Das ist schön. Na klar. Was haben denn die coolen Kids denn so? Machen die denn so? Bier trinken. Naja, ich meine, Musik hören. Ja, was man halt normalerweise macht. Die sind halt auf einem Festival und chillen. Die machen die Dinge, die da so vorkommen. Tatsächlich bedienen die auch teils einen Grill. Das ist ja wohl Standard. Das ist Standard. Ein paar haben auch schon geguckt, weil sie ja eine verschriebene Medikation haben, ob es hier vielleicht Ersatzpräparate gibt. Zum Teil sind die auch vorhanden. Gerade Leute, die eine gewisse Soziophobie haben, brauchen ja einfach Dinge, die sie in etwas down bringen, sagst du. Nee, das Gegenteil. Die brauchen ja was sie einfach auf Menschen zugehen lässt, die Kommunikation erleichtert, ihnen ein bisschen mehr die Empathie gibt, auch die Energien ein bisschen anheizt, die einfach ihnen die körperliche und seelische Wärme bietet, dann, also, ja. Klingt nach Tempo. Nee, Ex. Bitte nicht übertreiben. Einfach nur ganz normales MDMA. Ach so. Weißt du, da sitzt dann halt ein Typ auf der Motorhaube und sagt, ich bin so ein Techno-Typ. Wenn wir jetzt morgens Techno und abends Techno und mittags Techno. Und was jetzt nachmittags? Teile! So was. Teile. Teilchen, so falsch. Teilchen, die gibt's am Nachmittag zum Kaffee. Als hast du gerade vorhin Kaban gesagt, dass es ein furchtbarer Witz war hier für dich. Ich war im Rückstand, ich musste aufholen. Gleiches mit Gleichen. Ja, ich musste aufholen. Jetzt ist der Spielleiter wieder dran. Ich mache nur ganz ausgezeichnete Witze. Gib dir nochmal bitte die Grille. Danke. Sehr gut. Jana. Das war unbedingt notwendig. Also, dementsprechend, ich meine, das kann man schlecht spielen und das kann man bla, ihr wisst einfach, was da Phase ist. Es ist gut, es ist auch tatsächlich entspannt, wenn ihr die entspannten Leute findet, und die kann man ja finden. Sicher, also die wachsen da ja quasi auf Bäumen. Da haben wir ein Radar für. Ja. Meinetwegen auch das. Ne, die werden natürlich quasi direkt hier alle, ne, jeder kriegt den Namen, den man so hat, man merkt sich die Namen, man schreibt sich die Namen AR-technisch auf. Haha, ich merke mir die Namen. Von jedem. Mit Foto. Mit Foto.
Ist halt echt scheiße, dass die Kinder Gesichtserkennungssoftware heißt. Das heißt, wenn du irgend so einen random Typen begegnest, musst du erst alle Bilder durchgucken, wer das war. Scheiße. Ist egal. Du kannst sie immerhin schon mal einteilen in Ordner mit blond, braunhaarig, schwarzhaarig. Nein. Und vor allem, geil oder naja. Die haben mit Sicherheit, weil das alles Stadt- und Konzernkiddies sind, haben die alle ihr Comlink dabei. Geil oder naja, das sind bürgerliche Kategorien. Stimmt, das mit dem Comlink war ja nicht so doof. Hier zählt nur witzig oder nicht witzig. Die haben alle ihr Comlink dabei. Und das alle heißt, ihr Pan offen, ja. Eben, das heißt, ich kann den Namen sowieso auslesen. Ja, du hast absolut recht. Aber trotzdem musst du ja zumindest die weibliche Bevölkerungsgruppe einteilen in halber Greif, ganzer Greif, anderthalb Greif, zwei Greif. Ja, sicher. Halber Greif, ganzer Greif, perfekter Greif, zwei Greif. So war das. Von der nichts freier erzählen. Auch davon keine Fotos machen. Ja, ja. Abbruch, Abbruch. Video nicht in der Matrix hochladen. Mhm. Besser ist das. Wir verraten dich auch nicht. Ist klar. Gerade du. Als ob Jojo dich an Freya verraten würde. Wofür hältst du dir eigentlich? Naja. Für klein, böse und den Teufel. Also ich sag mal so, dass sie seelen- und herzlos ist, ist ja klar. Und ich meine, wenn sie Kaban als Geschäftspartner, Runner und Vertrauten nicht verlieren will, muss sie natürlich sicher gehen, dass er keine andere Frau ihn zu sehr in Beschlag nimmt und vielleicht einfach von dir abbringt. Nicht wahr? Du bist der Teufel. Ficken. Macht denkt sie aber nicht. Denkt sie das. Ich sagte, dann könnte sie auch mit ihm ficken. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Doch, eine wenn Muschi. Dann hätte sie viel mehr, von dem sie Freya nichts erzählen dürfte. Das wäre viel besser. Ja, aber da sie da das immer abgelehnt hat, mit Kaban zu ficken, wäre es jetzt zu offensichtlich, dass sie das nur getan hat, weil es jetzt eine Freya gibt. Das ist leider richtig. Bitte mitdenken. Und vorher gab es ja auch Billy. Scheiße. Stimmt. Bisher ging es auch nicht wegen Billy. Billy war da immer im Weg. Ja. Billy war da immer im Weg. Sehr gut. Das ist halt einfach die homoerotische Erfahrung, die Kaban fehlte und die er so gern gemacht hatte, was ihm jetzt einfach natürlich. Ja. Nicht mehr zuzugeben ist. Zu tragisch. Sie. Nun gut, also, da wird halt genug quasi Leute in Greif unterteilt und die ersten Verbindungen werden geknüpft. Ich würde sogar quasi dazu gehen, dass ich die ersten Leute, wenn die wollen, mit Bier rutschen betanke. Du willst das echt wissen. Muss. Na, ich sag mal, der nächste Tag wird für mehrere Leute einen Kater aufbieten, auch für dich. Das ist in Ordnung, ich kann damit um. Ja, das ist gut. Ich habe Vitaminpräparate dabei, die mich wieder aufpuppeln. Vielleicht ist Julia auch nett und spricht den Antikaterzauber. Ich schenke ihr die Erfolge. Bist du so nett? Den ersten Tag, ja. Nein, ich meinte sie. Achso. Der fragt mich gar nicht, der sagt den ersten Tag ja. Okay, ja, natürlich ist sie so nett. Sehr schön. Du musst doch König werden, Junge. Richtig. Aber sie hat nicht geschlafen, sie ist wahrscheinlich müde. Was ist denn mit Kevin? Hat Kevin mitgefeiert? Ja, aber in der Aktivitätszone. Das war eine andere Form des Feierns und die war auch 23 Uhr beendet. Ja, aber ich meine Kevin danach. Arbeitet dort. Kevin war danach nicht mehr da. Der hasst die Festivalbesucher tief in seinem Inneren. Natürlich ist er nicht mehr draußen. Festivalcamping meine ich. Du musst dir vorstellen, für den seid ihr doch das, was für dich Kunden sind. Ich mag unsere Kunden. Da habe ich aber anderes gehört. Kunden sind super. Ich stell mir gerade vor, wie du vorm Rechner und der imaginären Webcam sitzt und dabei so halb grinst und den Daumen so hochnimmst. Kunden sind super. Ich liebe sie. Ich hab auf meinem Handy als Klingelton den Lego-Sound. Wenn mich ein Kunde anruft. Hier ist alles super. Jetzt weiß ich, was du meinst. Also, hier ist alles gut. Ich mag meine Kunden. Also den größten meiner Kunden mag ich wirklich.
Ohne Flachs jetzt. ja, doch, durch. Was? Mhm. Kunden sind super. Leute, na, auf jeden Fall. Ja. Ich würde vorschlagen, wir setzen das nächsten Spiel am Montag fort. Camping. Wir hatten das schon so lange vor. Also das hat sich immer gewehrt, aber das ist verständlich mit Billy. Aber Camping. Und nicht nur das. Camping mit Miss und verdammter Misterwahl. Jetzt fehlt natürlich Billy A, aber das ist eigentlich auch gut. Denn Billy hätte das Ding natürlich einfach an sich gerissen. Miss Camping wäre Billy sowas von einfach geworden. Aber die anderen beiden, guck dir die Lappen an. Die können ja nichts. Und es wird gut. Das ist ein bisschen wie... In der Folge war das, glaube ich, auch schon ein bisschen so, dass ich relativ viel Anteil hatte. Was natürlich nicht so geil ist. Aber... Die Campingfolgen, die dann jetzt kommen, ich fand die sehr schmackhaft, muss ich sagen. Ein wahrer Ohrenschmaus. Hier, jetzt in der vergangenen Folge, ist es natürlich sehr schade, dass Don Julio Jesus in einer verdammten Billardbar nicht einlochen konnte bei Jojo. Aber man kann nicht alles haben. Dennoch fand ich Jojos Performance da ganz ausgezeichnet, beziehungsweise Flummis. Man muss ja auch ein bisschen Epik in die ganze Sache bringen. Früher haben wir viel mehr zum Scherze gesagt, wie episch hier die Dinge sind. Aber die Epik, beziehungsweise die Dramatik, ja, verstehst du, Genre. Wenn du übrigens einer jener Menschen bist, die zu Genre sagen, dann schäme dich. Also die Dramatik in der Liebe, das ist ja wie gesagt hier auch Thema. Mit Freya und so wird das sowieso mal wieder kommen und das wird auch noch in Zukunft, denke ich, ganz angenehm werden. Fand ich das sehr gut. Darauf wollte ich, glaube ich, in etwa hinaus. Was mir auch noch aufgefallen ist. Kaban hat ja im Doppeldate, ja, das ist jetzt etwas länger her, hat gesagt, ach, zur Not, wenn Freya eifersüchtig wegen Jojo wird, dann erkläre ich ihr einfach mal wieder, dass die Jojo ein Kerl ist. Aber das ist gar nicht so klug. Denn die gute Freundin, die so kumpelhaft ist, die immer mit dem Typen rumhängt, die aber dennoch ein weibliches Antlitz besitzt, ne? Ein gar püppchenhaftes. Die ist doch genauso gefährlich. Was ich ausdrücken möchte, ist, Kaban kann in seiner Beziehung an manchen Stellen einfach nur verlieren, aber das ist halt der Preis, den er zahlt. Und Charade. Juti, schlimmer als wie der Söldner. Wenn du einer bist, der als wie sagt, dann schäme dich genauso. Ansonsten, rechtliches Videobeschreibung. Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Bis zum nächsten Mal.